Ja, schön, dass Sie da sind. Was wir jetzt machen werden, ich werde Ihnen am Anfang ein bisschen auf der Metaebene versuchen nahezubringen, so ein Bewusstsein zu schaffen, warum brauchen wir überhaupt andere Schulen? Warum soll denn eine Schule, die einigermaßen gut läuft, warum soll die sich eigentlich verändern? Leuchtet doch überhaupt keinem ein. Aber warum ist das wichtig, dass wir Bildung grundlegend neu denken? Ich hoffe, dass wir einige ermutigen, inspirieren können zum Selberdenken und Neudenken. Ja, Aufbruch, Umbruch, Wandel. Wir sind in einer Zeit, wo sich gerade alles wandelt. Wir leben ja mittendrin. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir können den Wandel beklagen, wie schlimm alles ist, und zurück zum Alten, wo wir nicht hin können wieder. Oder wir können sagen, ja, jetzt gehen wir rein und gestalten aktiv mit. Was sind denn so einige der großen Herausforderungen, in denen wir gerade voll stecken? Ein ganz großes Thema ist sicherlich alles, was sich rund um unsere Mutter Erde dreht. Klimawandel kriegen alle mit, aber... Och, der Anton bleibt noch ein bisschen hier. Wir haben uns gerade verständigt. Der setzt sich dann hin, wenn es ihm hier zu langweilig wird. Aber vielleicht kannst du zwischendurch auch noch mal was sagen. Vielleicht gleich, wenn wir zur Arbeitswelt kommen. Also an Klima hängt ja ganz viel anderes dran. Biodiversität, die ganze mechanistische Landwirtschaft. Sie kriegen das ja hier in Österreich auch alles mit, was das eigentlich bedeutet. Irgendwann ist der Tipping Point erreicht. Und das sind die dringenden Fragen, die wir jetzt ja gerade haben. Also es geht ja in der heutigen Zeit darum, wie wollen wir die Welt gestalten? Es geht letztlich um das Überleben der Menschheit, um darüber, welche Welt wir unseren Kindeskindern, unseren Enkeln, unseren Kindern überlassen. Und da sind wir, die Erwachsenen, ganz hoch in der Verantwortung auch. Können wir nicht sagen, ja, die Jugend, die soll mal jetzt, wenn wir nicht als Vorbild vorangehen, dann passt die Jugend sich unserem Vorbild vielleicht sogar an, obwohl die ein hohes Veränderungspotenzial in sich haben. Das zweite Thema, das Zusammenleben lernen und damit die Menschlichkeit, die alle Menschen verbindet, diese tiefe Verbundenheit, dass wir die nicht verlieren. Und dieses Thema ist ja auch so da und so mitten in der Gesellschaft. Die einen machen die Arme auf, die anderen bauen Zäune. Und dass wir alle die anderen nicht haben wollen und die lieber im Mittelmeer ertrinken lassen, als uns überlegen, wie gestalten wir denn jetzt eine Welt, wo auch Flüchtlinge drin Platz haben. Das wäre angesagt. Und wozu das führt, haben Sie ja auch gerade in Österreich mitgekriegt, mit Ihrer Wahl. Ich habe mitgezittert. Ich bin so oft in Österreich, dass ich mich schon mit Österreich identifiziere. Ich hätte, glaube ich, vor 3 Jahren nicht so mitgezittert. Aber in Deutschland haben wir ja eh ganz ähnliche Themen. Jetzt haben wir den Brexit und so. Und da haben wir auch ein Riesenthema. Also das Thema heißt Erhaltung der Demokratie. Grundaufgabe von Schule. Kernaufgabe von Schule. Demokratie fällt nicht vom Himmel, die müssen wir uns immer wieder neu erarbeiten. Und Angst ist ein großes Thema und Angst geht in Abwehr und mit all den Dingen, die wir gerade erleben. Weitere ganz große Herausforderung ist Komplexität. In der globalisierten Welt ist die Komplexität einfach da. Alles ist mit allem verbunden. Ich könnte mal jetzt den Brexit nehmen, was der jetzt alles auslöst, auch in der Finanzwelt. Das können wir überhaupt nicht absehen, das können wir gar nicht logisch folgern. Das sind alles hochkomplexe Geschichten. Und wie lernst du den Umgang mit Komplexität? Sicherlich nicht, indem du 13 Jahre in eine Schule gehst, wo du 80% des Unterrichts Arbeitsblätter ausfüllt, deren Lösung im Lehrerhandbuch steht. Das ist genau das Gegenteil. Wir sagen, wir stellen nachher Beispiele vor, wie man anders Schule auch gestalten kann. Ja, und dann haben wir ja diese wahnsinnig schnelle Veränderungsdynamik, der wir kaum noch hinterherkommen, ausgelöst vor allen Dingen durch die Digitalisierung, die ja komplett unser Leben verändern wird.
Ist ja nur der Anfang, was wir jetzt gerade erleben. Ich habe es heute Nachmittag schon gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, falls ich mal eine neue Hüfte brauchen sollte, dass die einen 3D-Drucker ausdruckt und ein Arzt in Bulgarien per Skype die Operation anleitet. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was mein Vorstellungsvermögen übertrifft, ist, dass in 5 oder 10 Jahren alles mit mir spricht. Zu Hause, mein Spiegel, meine Bilder, jedes Schaufenster, die Bäume, das Internet der Dinge. Ja, hier jeder weiß, hier der Baum weiß, wo ich gestern im Internet war und sagt Hallo, Margit Rasfeld und so weiter. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber es wird kommen. Also diese riesengroße Veränderungsdynamik wird immer schneller gehen. Die Welt wird sich ziemlich verändern. Viele Arbeitsplätze werden auch verschwinden. 50% der Arbeitsplätze, die es jetzt gibt, wird es in 10 Jahren nicht mehr geben. Aber es werden auch neue entstehen. Aber das sind alles Kreativarbeitsplätze. Alles, was mechanistisch ist, was wissensbasiert ist, geht in Maschinen. Das werden wir auch nicht aufhalten. Aber vieles Neues ist da. Der Rohstoff der Zukunft ist die Kreativität. Und die wohnt allen von uns inne. Und wenn Sie Kinder beobachten oder selber Kinder haben, dann sehen Sie das ja, was ein Kind aus einer Waschmaschine macht. Ja? Bis wir dann sagen, nee, hallo, ist jetzt eine Waschmaschine. Ja, stopp mal, das ist jetzt kein Koffer oder irgendetwas, was ein Kind sich da fantasiert. Wie Kinder sich ihre Welt erobern, was sie alles können, wie die 100 Mal probieren sie was, bis sie es können und strahlen. Da braucht man die Kinder nicht motivieren. Der Mensch möchte, jeder Mensch möchte wachsen und verbunden sein. Und an den Kindern sehen wir das noch. Und dann so im Laufe der Zeit geht viel verloren. Und wir brauchen eigentlich nur viele Räume schaffen, um die Kinder und jungen Menschen machen zu lassen. Und wir müssen es aushalten, dass die viel entwickeln können und wir nicht alles kontrollieren können. Ja, wir haben riesige Veränderungen auch der beruflichen Anforderungen. Tiere ergreifen und muss sich um bestimmte Dinge kümmern. Und wenn du dich nicht darum kümmerst, dann musst du halt irgendwelche anderen Dinge machen, die dir vielleicht auch nicht so viel Spaß machen. Und dadurch lernen auch manche Kinder besser. Oder wir haben ja auch das Fach PV und Projektverantwortung. Da lernen wir auch Verantwortung, die braucht man ja später auch für Kinder, wenn man welche hat. Oder wenn man ein Haustier hat, braucht man ja auch die Verantwortung dafür oder so. Für den Job auch. Und das lernt man hier einfach super und das ist richtig schön. Verantwortung übernehmen heißt für mich aber auch ganz doll, sozusagen nicht in irgendwelchen schwierigen Situationen, Konflikten ein Schuldigen auszumachen, sondern Verantwortung heißt für mich in dem Fall auch, Verantwortung für eine Lösung zu übernehmen, Verantwortung für auch vielleicht den eigenen Beitrag in dem Konflikt, in der Krise zu übernehmen, daraus lernen zu wollen. Ne? Das ist für mich auch so ein Punkt. Und dann natürlich das Thema, auch heute hat mich sehr gefreut, öfters angeklungen von den Schülern hier, Mitgefühl, Einfühlungsvermögen. Also sprich, die Fähigkeit, nicht nur bei sich zu sein, bei seinen Vorstellungen, Ideen, sondern wirklich auch wahrnehmen, wo steht der andere, wo muss ich den jetzt abholen und was wird aber auch im Unternehmen gebraucht. Mein Name ist Frank Liebelt, ich leite den Personalbereich der Weiland Gruppe. Weiland Gruppe ist ein Unternehmen der Heizungs-, Warmwasser- und Klimaindustrie. Wir haben 12.000 Mitarbeiter und bilden so im Jahr 300 Auszubildende und aus- und begleitende Studierende im dualen Studiengang. Also dieses reine Fachwissen, was die Schüler mitbringen, das ist für uns mal zufriedenstellend und ist auch nicht so wichtig, wie die meisten Eltern glauben. Viel wichtiger ist die Eingliederung in den Betrieb, die Übernahme von Verantwortung und das eigeninitiative Handeln. Das fehlt vielen, vielen Schülern, die wir heute in die Berufsausbildung bekommen. Die setzen das so weiter fort, wie sie es so gewohnt sind. Mein Lehrer sagt mir, was ich bis nächsten Montag zu machen habe. Und das mache ich dann auch, aber mehr auch nicht. Im beruflichen Alltag reicht das halt nicht. Was machen Sie dann, um nachzusteuern? Also wie entwickeln Sie diese Kompetenzen dann in den jungen Menschen? Es ist ein steiniger und es ist ein langer Weg. Und man muss auch sagen, bei vielen gelingt es uns nicht so, wie wir es uns erhoffen.
Ja, wir versuchen das zu stimulieren, dadurch, dass wir relativ früh Verantwortung und Entscheidungsbefugnis delegieren. Wir haben natürlich auch ein paar Formate, wo wir die jungen Leute gerade am Anfang der Berufsausbildung für 2 Wochen mal rausschicken, wo sie Projektmanagement in der Natur machen, wo sie miteinander umgehen müssen, wo sie Verantwortung übernehmen müssen, um das selber teilweise leider erstmals überhaupt erst zu spüren, was es bedeutet, eigenverantwortlich zu handeln und die Konsequenzen, die daraus resultieren, seien sie es positive oder negative, auch tatsächlich anzunehmen und selber ausleben zu müssen und keine Mami, kein Papi, keinen Lehrer zu haben, der das schon wieder wegbügelt. Würden Sie sagen, dass die Balance Kompetenzen-Wissen in irgendeine Richtung kippt? Oder wie würden Sie die Verzahnung der beiden Bereiche an der Schule sich wünschen? Also bisher ist es ja so, bei den klassischen Schulmodellen ist es so, dass das Wissen im Vordergrund steht. Deutlich im Vordergrund. Wenn man das in Prozent ausdrücken müsste, ich glaube, das wäre mindestens 95:5. So, ich persönlich meine, das muss komplett umgedreht werden. Weil das Thema Wissensvermittlung wird in Zukunft immer mehr an Bedeutung verlieren, weil wir können Wissen sehr leicht reproduzieren. Auch Schüler können Wissen über das Internet, ja, über digitale Medien, können sie so leicht an Wissen rankommen. Auch selbst an methodisches Wissen. Das beginnt ja in der Mathematik ja schon. Ja. Was muss man eigentlich an Mathematik noch vermitteln, ja, um ganz gut mit allen möglichen Rechenformen umgehen zu können? Das meiste habe ich ja als Hilfestellung schon aus der Technik heraus. So, deshalb werden die Persönlichkeitskompetenzen sehr viel wichtiger werden. Auch die gesellschaftliche Entwicklung, die Vereinzelung spielt eine große Rolle. Das heißt, das Kommunizieren muss man anders lernen. Man wird Medien dafür einsetzen, aber man muss dann eben auch die Kompetenz haben, mit Kommunikation umgehen zu können. Und mit. Soweit lasse ich jetzt den Film mal stehen. Wer da Interesse dran hat, der kann ihn im Internet auf der Seite Schule im Aufbruch auch ganz ansehen. Also rausgekommen ist ganz klar, es fehlt an Eigeninitiative, Veränderungsbereitschaft und Verantwortungsübernahme. Weil in Schule ja häufig die Erwachsenen die Verantwortung übernehmen. Die Erwachsenen denken sich den Unterricht aus. Die Erwachsenen sagen, was du tun sollst. Und da hilft auch nicht 10 Minuten Gruppenarbeit. Das ist ja wieder alles angeordnet. Ja, also auch die Arbeitswelt braucht dringend Metakompetenzen. Jetzt ist Bildung ja nicht dazu da, das ist ja nicht das Ziel von Bildung, die Wirtschaft zu bedienen. Aber trotzdem müssen wir ja Kinder vorbereiten auf die Zukunft und dieses Innovative und Kreative und Selbstorganisierte brauchst du in deinem ganzen Leben und brauchst du ja auch, um eine andere Welt zu gestalten. Und die Arbeitswelt ist sehr stark im Umbruch auch. Du warst am Donnerstag letzte Woche in Wien an der Wirtschaftsuni. Magst du mal erzählen, was du da gemacht hast? Ich war schon das zweite Mal dabei in Wien an der Executive Academy. Dort gibt es das Format Schüler, Coach und Manager, was wir quasi mit denen ins Leben gerufen haben. Und da geht es halt darum, dass vor allem Manager, vor allem aus der Personalabteilung, also dieses Jahr, letzten Donnerstag waren es Manager von T-Mobile aus Österreich, die halt vor allem aus der Personalabteilung kamen und uns erstmal ihre Probleme quasi vorgestellt haben und wir zusammen mit denen, sage ich jetzt mal, das perfekte Unternehmen T-Mobile erarbeitet haben und gedacht haben, ja, was brauchen wir eigentlich, damit wir uns geborgen fühlen, damit wir Spaß haben am Arbeiten und das so ein bisschen miteinander verglichen haben, geguckt haben, okay, was für Parallelen kann man da ziehen, wie läuft das bei denen ab, wie läuft das bei uns ab und dementsprechend auch mal ein bisschen neue Blickwinkel mit reinzubringen unsererseits, weil die ja teilweise, wir kommen ja auf ganz andere Ideen als die auf welche kommen und insofern haben wir denen einfach auch mal ein paar neue Denkanstöße gegeben und das Ganze war echt ziemlich beeindruckend. Für alle, ja. Also das ist jetzt mal ein Beispiel für out of the box. Wenn man Transformation gestalten will, muss man auch ganz andere Wege gehen. Schon Einstein hat gesagt, du kannst die Herausforderungen von heute nicht lösen mit den Denkweisen und Methoden, durch die sie entstanden sind. Und dass Schüler, Neunklässler, 13-, 14-jährige Schüler Manager coachen, hätte man sich vielleicht auch nicht vorstellen können und was da so bei rauskommt, aber ist ein ganz tolles Format.
Ja, ich habe ihn mal, ich bin ja jetzt in Österreich, habe mal in ihrem Schulgesetz geblättert, gleich die erste Seite, da habe ich jetzt die drei Aufgaben, die da aufgeführt sind, einmal herausgegriffen. Die eine Aufgabe heißt, die Jugend mit dem für das Leben und den künftigen Beruf erforderlichen Wissen und Können ausstatten. Sie können mal mit Ihrem Nachbarn in Kontakt gehen, sich austauschen. Was glauben Sie, was wir den Jugendlichen mitgeben müssen, um sie gut auf das zukünftige Leben und den zukünftigen Beruf vorzubereiten? Mal 3 Minuten murmeln. So. Wer hätte denn mal Lust, kurz, sage ich jetzt mal, das oder kurz zusammenzufassen, was in dem Gespräch jetzt so rausgekommen ist oder was da so eingeworfen wurde. Wie soll ich das zusammenfassen? Ich denke, wir können kreativ, innovativ und künstlerisch sein, aber regieren tun die Drohnen, die Kampfbomben, Kampfbomber und die MGs, also die modernen Kriege. Das heißt, wenn Veränderungen anstehen, dann ist das militärische System da, um das alles abzusichern, von den Rohstoffen bis zu den geopolitischen Verhältnissen.
Ja, so wir haben gerade hier erörtert, dass heute die Schüler einfach eben sehr viel Wissen angeeignet bekommen aus dem österreichischen Schulplan, das, wo die Lehrer schon wissen, die Schüler wissen und wir alle wissen, dass eigentlich nichts bringt, ja, dass da etwas gelehrt wird, das man nicht mehr braucht. Wir nehmen jetzt nur ein Beispiel, dritte Klasse Volksschule. Es geht um Bezirk, ja, um die neuen Bezirke. Und in der Regelschule ist es einfach so, dass man hier diese ganzen Städte und Sachen auswendig lernt und das wird dann im Sachkundetest abgeprüft. In der Vulkanschule ist es so, dass die Kinder dasselbe erarbeiten und dann können sie das während einer Klassenrundfahrt den anderen Kindern vorstellen. Sie erarbeiten dann eben auch die Fragen und haben dann die Möglichkeit, dass die Kinder auch sich mit dem wirklich beschäftigen. Also alles, was sie da lernen, das bleibt dann auch drinnen. Sie haben es erlebt und sie können das auch nachhaltig dann behalten. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man heute wirklich darüber nachdenkt. Man kann sich Wissen eben relativ leicht überall holen. Und gleichzeitig sind die Köpfe aber voll mit all diesen Themen, die in Wirklichkeit nichts gebraucht werden. Und das war das, was wir kurzfristig so besprochen haben. Mein Name ist Hödl, ich bin da nicht so die große Sprecherin, aber nachdem das heute um Visionen geht, möchte ich eigentlich meinen Kindern, ich bin in der dritten NMS, das heißt, sie sind so wie der Anton 13 Jahre alt, zusätzlich zu meinem Mathematik-, Biologie- und Sportunterricht mitgeben, Lebensfreude, Resilienz, das heißt, dass nicht jeder Windstoß sie umwirft und eine gewisse Lebensleichtigkeit, das wäre eigentlich mein Ziel, wobei Wissen mir auch sehr wichtig ist, muss ich sagen. Danke. Wissen ist mir auch wichtig. Wir wissen aus Studien, dass mindestens 95% von dem, was wir uns mühsam in der Schule erarbeitet haben, bis zur Matura 10 Jahre später weg ist. Deswegen müssten wir die Frage stellen, wie können wir Wissen uns so erarbeiten, dass es auch bleibt. Und wir halten so fest am Alten, obwohl wir das wissen, aber das zeigt wieder, wie sehr man in alten Mustern gefangen ist. Ja, also junge Menschen brauchen sicherlich in einer globalisierten Welt die Fähigkeit zu Perspektivwechsel. Und was Schule gerade macht, ist die Linie richtig oder falsch. Richtige oder falsche Antworten. Der Lehrer steuert häufig noch seinen Unterricht auf das Ziel hin, manche nennen das Osterhasenpädagogik, wo man so hin will. Viel, wenn nicht gerade Gruppenarbeit ist, immer so im Schüler-Lehrer-Kommunikationsgespräch. Wohin wir kommen müssen ist, es gibt auf manches viele mögliche Antworten. Und auf manches haben wir noch gar keine Antworten. Dass man das aushält. Und deswegen ist auch wichtig, dass man neben Debatte dialogische Kommunikationsformen fördert, wo man eben lernt, das und statt aber, statt gewinnen, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Kann man alles wunderbar in Schule machen und ist auch gar nicht so schwierig und das ergibt andere Haltungen, die einfach in der Welt dann auch greifen können. Empathie gehört natürlich auch dazu, sich in andere hineinfühlen können. Bereitschaft für Veränderung, total wichtig. Und die Bereitschaft für Veränderung kriegst du am besten, wenn du Veränderungs erlebst, wenn du scheitern darfst und das ist alles nicht schlimm. Also eine Schule, die so ist, wie sie immer war, da lernst du doch keine Veränderungsbereitschaft. Aber eine Schule, die wie hier, sie haben jetzt hier eine Riesenchance. Ich habe noch nie so eine Chance selber miterlebt, dass hier eine Gemeinde sagt, wir gehen jetzt alle zusammen einen neuen Weg, nicht nur in Bildung, ich habe draußen gesehen, ja mit der ganzen Gemeinde, ganz, ganz toll, die Chance des Jahrhunderts sozusagen, sie können hier die Pioniere von der Steiermark sein, vielleicht sogar für ganz Österreich. Und wenn man etwas wirklich verändert, nicht repariert, sondern aus Best Practice Next Practice macht, dann wird man immer wieder zwischendurch merken, oh, der Weg muss vielleicht nochmal korrigiert werden. Und dann sagt man, okay, so hat es nicht geklappt,
versuchen wir es jetzt anders. Und das sind kleines positives Scheitern ist das. Und was können wir unseren Kindern Besseres mitgeben, als dass man Fehler machen darf? Weil man daraus lernt. Wir erzählen immer, aus Fehlern lernt man am meisten. Fragen Sie mal, welche Schüler gerne Fehler machen. Die meisten nicht. Rot angestrichen, 5, sitzen bleiben, Schulwechsel und was wir alles so an Maßnahmen dann haben, wenn man zu viele Fehler macht. Ja, also die Bereitschaft für Veränderung lernt man am besten, wenn sich etwas verändert und man ist Teil davon. Dann ist man Wandelversteher. Solche Menschen braucht die Welt von morgen. Denn die Gesellschaft ist in einem Wandel begriffen. Also wir leben gerade ein Gesellschaftsmodell, das nenne ich einmal höher, schneller, weiter. Die Erde als Ware benutzen. Mehr Ressourcen entnehmen, als da sind. Und höher, schneller, weiter ist nicht zukunftsfähig. Österreich und Deutschland verbrauchen pro Jahr 3,6 Erden. Die Erde kann gerade noch überlegen, weil es Staaten gibt, die nur 0,7 Erden verbrauchen. Amerika hat noch einen weit größeren ökologischen Fußabdruck. So können wir nicht weitermachen. Dieses Konkurrenz und schneller und weiter und Gewinner, da hat auch Schule mit zu tun. Da haben auch Noten mit zu tun. Noten sind ein Instrument der Konkurrenz. Und wir gehen, ich hoffe, dass wir das schaffen, ich bin da ganz zuversichtlich, in die nächste Bewusstseinsstufe der Menschheit. Und da ist die Kraft des Wir für etwas Sinnvolles, für eine andere Welt, für mehr Gerechtigkeit, Ökologie, Soziales und so weiter. Das ist auf der Stufe angesagt. Und wir haben überall, auch in Österreich, überall ja schon gelebte Formen davon. So kleine Ökodörfe, Dörfer oder andere Formen von Gemeinschaft oder hier der Felber mit seiner Gemeinwohlökonomie und so weiter. Wir haben das alte System, was total um sich schlägt, deswegen kracht ja gerade auch alles zusammen. Wir kriegen ja einen Schlag nach dem anderen, das ist in der systemischen Theorie ganz normal. Das alte schlägt umso stärker um sich, je mehr dieses Neue sich entwickeln will. Und Schule hat da total mit zu tun. Und Noten sind eine Sache, die wir dringend abschaffen müssen. Und durch hilfreiche Rückmeldesysteme, die Kinder stärken und die sie auch wirklich ermutigen und die hilfreich sind, ersetzen müssen. Eine Note ist eine Ziffer, völlig gar nicht aussagekräftig. Dieselbe Arbeit wird von 5 verschiedenen Lehrern mit einer anderen Note auch beziffert, aber eigentlich, finde ich, ist eine Note. Das Schlimme an der Note ist der Vergleich, die Konkurrenz, besser, schlechter, Kinder kommen angerannt, schachern um einen Punkt, dass sie noch eine bessere Note kriegen, hat ja nichts mit Lernen zu tun. Um einen Punkt schachern, um eine 1 zu kriegen, um zu Hause 10 Euro zu kriegen für eine 1, hat null mit Lernen zu tun. Das müssen wir uns mal bewusst machen, wo wir da gerade gelandet sind, in der Ökonomisierung von Bildung, wo auch PISA sehr viel mit zu tun hat und wir rennen alle dem nach. Und verlieren die Menschlichkeit. Schule ist ein Ort, wo Menschlichkeit erfahren und gelebt wird. Ja, dann Umgang mit Ungewissheit, weil wir wissen ja gar nicht, was kommt. Eigeninitiative, Kreativität, Verantwortung, Gemeinsinn und Handlungsmut. Dass wir, die Erwachsenen, so wenig Handlungsmut haben und so viel Angst vor Veränderung. Viele haben ja totale Angst, weil sie gar nicht wissen, was ist das, kann ich das kontrollieren, kann ich das, mache ich Fehler. Das liegt sehr stark daran, dass wir alle durch diese alte Schule gegangen sind. Ne? Und deswegen haben wir jetzt eine Riesenchance, da was zu verändern und neu zu denken. Das ist sehr schwer, neu zu denken, neue Haltung, neue Lösung. Und dazu muss man loslassen. Und loslassen heißt, sich in etwas zu begeben, was ich noch nicht kenne. Und das ist wirklich, wirklich schwer, weil wir ja auch so erzogen sind. Auch als Lehrer, du kannst ja gar nicht alles kontrollieren, ja. So, du glaubst ja mal, du hättest alles da im Griff und das ist ja auch die Anstrengung. Du stehst da vorne, musst da irgendwie alles im Griff haben, kannst du ja gar nicht. Und sich einlassen, zutrauen zu sich, zu den Kindern, Schulaufsicht zutrauen zu den Schulleitern, die Schulleiter zutrauen ins Kollegium. Ein Schulleiter, der sagt, in meinem Kollegium geht das nicht, da wird auch nichts gehen. Weil der hat ja gar nicht den Glauben. Und über die Spiegelneuronen ist diese Kraft, die man, von der man selber überzeugt sein müsste, dann aber allerdings auch. Die Menschen brauchen diese Kraft,
die bringt dann auch Dinge in Bewegung. Und dass sie nicht mal eben vom Himmel fällt mit dem Schnipser, ist ja klar. Ja, und dann sind die viele Menschen auf der Suche nach Sinn. Und deswegen ist für mich die Grundfrage, was ist der Sinn von Schule im 21. Jahrhundert? Wofür ist Schule eigentlich da? Für welches Höhere? Was ist das Ethos eigentlich von Schule? Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ja, und eine Vision zu haben, ist tausendmal schöner, als etwas Altes zu reparieren. Da hat nämlich keiner mehr Lust drauf. Jetzt sollen wir auch noch dieses und jetzt sollen wir auch noch dieses. Nein, wir haben eine Vision, was Bildung sein kann, wie wir unsere Kinder zu Zukunftsgestaltern machen können, darf ich nicht sagen, weil machen können wir gar nichts. Wie wir Bedingungen schaffen, dass das, was in den Kindern ist, sich entfalten darf und sie dann mutige Zukunftsgestalter werden. Das Potenzial ist drin in allen. Ja, darum geht's. Und die Hürden sind eben diese Muster- und Fehlerangst. Da in Berlin, aber doch nicht hier, in Feldkirch. Bei mir geht auch gar nicht, doch. Feldbach, ach, sorry, wenn ich mich nochmal verspreche, ich habe mir irgendwie Feldkirch eingeprägt. Ja, und dann müssen Sie wissen, Schule hat einen heimlichen Lehrplan. Auch ein Land hat einen heimlichen Lehrplan. Jede Institution hat einen heimlichen Lehrplan. Und der heimliche Lehrplan ist 100-mal wirksamer als alles Wissen, was wir vermitteln. Und der Lehrplan, der heimliche Lehrplan ist die gelebte Kultur. Und der prägt Einstellung und Haltung. Wissen kannst du dir jederzeit ganz schnell aneignen. Haltung, die du einmal hast, von ich bin blöd bis alle Menschen sind schlecht oder sonst was, ja, Fremdes geht nicht oder so, die kannst du schwieriger verändern. Die kannst du auch immer noch verändern, aber dazu musst du so richtig berührt sein und da muss nochmal einer kommen, der dich zu was ganz Neuem auffordert. Wissen kannst du dir ganz schnell aneignen, jederzeit. Ja, und die Schule heute, die normale Schule, es gibt ja schon andere Beispiele, arbeitet nach veralteten Prinzipien. Also wenn Sie jetzt mal davon ausgehen, wir wollen in die gesellschaftliche Transformation und wir möchten, dass diese auch gelingt, dann habe ich schon gesagt, sind die Noten ein Instrument aus dem Alten. Und Österreich und Deutschland haben ja generell ihr Schulsystem als ein selektives aufgestellt. Schule hat die Funktion, Gewinner und Verlierer zu produzieren, zu selektieren eben in die Kinder, die es schaffen oder nicht. Zum Glück ist in Deutschland jetzt mit Gemeinschaftsschulen und Gesamtschulen, die so ein bisschen im Kommen sind und in Österreich mit der neuen Mittelschule, zieht ein bisschen neuer Geist ein. Aber solange wir ein System haben, in Deutschland zum Beispiel, die Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg kriegt keine Oberstufe und daneben hast du zeitgleich ab Klasse 5 Gymnasium mit Oberstufe, hast du schon wieder selektiert. Aber wir gehen schon langsam in die Richtung. Ja, Schule ist einseitig kognitiv ausgerichtet, nach PISA erst recht. Wozu brauchen wir diese musischen Fächer? Also wenn was abgeschafft wird, dann als erstes die. Wieso gibt es eigentlich Hauptfächer, die heißen Deutsch, Englisch, Mathe und Nebenfächer, die heißen Kunst und Musik, wo jeder weiß, dass das andere für die Gesamtpersönlichkeitsentwicklung viel wichtiger ist, weil wir alles schon für Begriffe geprägt haben, die wir gar nicht mehr hinterfragen. Und eine zugepackte Schule hat keinen Freiraum für Kreativität. Eine Grundschule, eine Volksschule ist vielleicht noch anders. Da hat ein Lehrer viel Unterricht, da kann man sehr viel anders gestalten. In dem Fächerkorsett der weiterführenden Schule, wo du an einem Tag Deutsch, Englisch, Mathe, Physik, was habe ich noch nicht gehabt, Sport hintereinander weg hast, ist überhaupt kein Freiraum. Du kannst ja nicht sagen, von 11 bis 11:30 ist jetzt Kreativität als Fach, sondern da brauchst du unbenotete Freiräume, wo du dich ausprobieren kannst, wo du nicht bewertet wirst. Diese ständige Bewertung würden wir als Erwachsene nicht aushalten. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden ständig bewertet und müssten permanent Arbeiten schreiben und so würden wir nicht aushalten, würden wir krank bei. Aber ich meine, wir sind ja das Produkt der Schule mit dieser Fehlerangst und so. Das ist ja eine Folge davon. Deswegen müssen wir an die Wurzeln gehen. Kommt weniger darauf an, ob du 2 Schüler weniger hast oder ob du jetzt die neuesten verschiebbaren Möbel hast. Die Wurzeln liegen viel tiefer, die echten Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Darum geht's. Ja, das ist jetzt mal weg. Noch eine Aufgabe der österreichischen Schule. Menschen zu gesunden, mündigen Bürgern,
bewussten Bürgern heranbilden. Verantwortungsbewusst wirst du, wenn du Verantwortung übernimmst. Du kannst ja nicht ein Arbeitsblatt haben zu Verantwortung und dann hast du Verantwortung. Ja? Musst du schon übernehmen, müssen wir zutrauen. Und zu gesunden, da wissen wir heute, was Menschen brauchen, um gesund zu bleiben. Wir sind ja erstmal gesund geboren. Und das sind die salutogenetischen Grundfaktoren. Früher hat man von Krankheit gesprochen, heute spricht man ja von gesundheitsförderlichen Faktoren, Umgebung. Und die heißen Verstehbarkeit, Gestaltbarkeit und Sinnhaftigkeit. Jetzt gucken wir uns mal den Schulmorgen an, den ich gerade beschrieben habe. Deutsch, Englisch, Mathe, Sport, Chemie, Physik, Geografie. Hat mit Verstehbarkeit nichts zu tun, weil das Gehirn sich nicht nach einer Dreiviertelstunde wo anknüpfen kann. Das, wenn man mal so aus der Metaperspektive betrachtet, kann man sagen, einmal zappen durchs Programm. Und das Schlimme ist, die Lehrer sitzen bis nachts, um sich eine tolle Stunde auszudenken, um sich zu überlegen, wie kann ich morgen die Klasse motivieren, wie kann ich jetzt guten Unterricht machen. Und der verpufft in einem System von Zersplitterung. So lernt man nicht, deswegen vergessen wir ja auch alles. Also da müssen wir uns überlegen, wie können wir da ganz anders Wochen, Jahre denken, Jahresprogramm denken. Gestaltbarkeit, Schüler werden sehr viel mit fremdbestimmten Inhalten überschüttet. Ich weiß nicht, wie viele Arbeitsblätter so ein Kind am Tag kriegt. Hat sich irgendjemand im Verlag, hat sich irgendwas ausgedacht. Und da sollst du dann jetzt eine Antwort drauf finden. Dann sagt vielleicht ein Kind, oh, das interessiert mich, aber jetzt können wir jetzt mal. Nein, komm nächstes Jahr in Physik. Haben wir jetzt keine Zeit zu, wir müssen ja die Stunde beenden. Das ist jetzt ja Alltag, wovon ich rede. Solche Dinge machen wir und die Lehrer fühlen sich auch häufig fremdbestimmt und denken, sie könnten nichts ändern. Und das stimmt überhaupt nicht. Sie können alles ändern. Wenn sie das Schulgesetz ernst nehmen, dann müssen sie die Schulen sogar ändern. Und sie erfüllen dann das österreichische Schulgesetz. Wir kommen gleich nochmal zu dem mir wichtigsten Punkt im österreichischen Schulgesetz. Und Bedeutsamkeit braucht Sinn. Braucht etwas, wo du wirklich merkst, jetzt tue ich was Sinnhaftes. Und das ist meistens, wenn du dein Gemeinwesen mitgestaltest, wenn du etwas tust, wenn du merkst, du erzeugst ein Strahlen in den Herzen von anderen, wenn es um Begegnung geht. Und das können wir mechanistisch über Stoffvermittlung überhaupt nicht kriegen. Ja, und so haben wir strukturelle Paradoxien, nenne ich das mal. Wir glauben, wir machen was toll und wir wissen überhaupt, wir bauen gar nicht ein, wo Pädagogik, Hirnforschung und so heute stehen. Und dann machen wir statt Verstehbarkeit Zerstückelung. Und da soll man Komplexität dran lernen, an Zerstückelung. Geht gar nicht. Statt Gestaltbarkeit, Bewertung, Kontrolle, Fremdbestimmung und statt Sinn, Arbeitsblätter, Kultur, sehr ausgeprägt. In Deutschland 80% bis zum Abi hoch. Das ist aber wiederum etwas, wenn ein Lehrer 100 Schüler am Tag hat, dann kann der sich überhaupt nicht individuell auf jeden Einzelnen vorbereiten. Also greifst du zu Arbeitsblättern. Also das ist ein ganzes System, in dem wir uns bewegen, aus dem wir mal austreten müssen. In dem Bewusstsein, was tun wir da eigentlich? Und die Eltern spielen da eine Riesenrolle. Da komme ich gleich nochmal zu. Welche Rolle die Eltern spielen und wie Eltern dieses System auch erhalten. Das lasse ich jetzt mal aus. Ach nee, wer hat vorhin die schöne Goethe-Zitat? Ne? Wir können auch noch mal sprechen über traditionelle Autorität, die wir auch noch kennen, Sie auch, Sie haben die in Ihren Familien wahrscheinlich noch erlebt, die hier ein bisschen älter sind. Dann hat sich gründete ja auf Kontrolle, Macht, Funktion, Rolle, Stand, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst und so weiter. Und auch im beruflichen Alltag. Dann hatten wir die 68er-Phase, überhaupt keine Autorität. Das ist schlecht. Das gibt Kindern keine Stabilität, Kinder brauchen auch Grenzen, Klarheit. Und jetzt gehen wir in etwas, wo Familien und Schule und Betriebe, glaube ich, gemeinsam lernen,
Das ist die neue Autorität, die gründet auf Präsenz, Respekt, Anerkennung, Verbundenheit. Und da sind wir alle am Suchen. Ne, Eltern, die ihren Kindern alles erlauben, weil sie glauben, damit täten sie ihnen was Gutes, ist auch nicht gut. Man muss auch mal Grenzen setzen, aber da so die richtige Balance zu finden, auch in der Schule, jede Lehrkraft ist Führungsperson. Wirkt ganz stark durch Führung, ist 85% ist Vorbildwirkung. Das ist, da haben wir die Ankerfunktion, um den Kindern Wurzeln und Flügel zu geben. Und die Anker sind einmal die Bindung, die Verbundenheit, dann die Freiheit, dich zu bewegen, auszuprobieren und die Sicherheit, von den Erwachsenen gehalten zu sein. Und das kann ein System Schule total gut in einer anderen Lernkultur. So, ja, zu PISA hatte ich schon etwas gesagt. Wir müssen echt aufpassen, dass wir vor lauter Pisa-Ritis und gibt es ja auch in der dritten Klasse Prüfungen überall diese Vera 8 und dieses ganze Zeug, fürchterlich, bloß nicht viel Energie reingeben. Am besten mal eben so nebenbei laufen lassen. Sonst sind alle nur auf diese Testeritis programmiert. Vom Wiegen wird eine Kuh auch nicht fett. Und das ist einfach der falsche Geist, der da eingezogen ist. Und den haben wir eh in unserer Gesellschaft, auch wenn es schon Gegenmodelle gibt, diese Ökonomisierung sämtlicher Lebensbereiche. Die soziale Schere geht immer weiter auf. Und alles wird an Wert und Gegenwert und Finanzen gemessen. Und wir beobachten Burnout bei Kindern. Es gibt einen Kinderpsychiater, der hat eine große Klinik in Hamburg, der ist im letzten Jahr mit dem Buch Burnout Kids an die Öffentlichkeit getreten, hat gesagt, ich kann jetzt nicht mehr darüber schweigen. Seit 5 Jahren beobachte ich Burnout bei Kindern, richtig, eine ganz dicke Erschöpfungsdepression, da kannst du nicht mal eben in 3 Minuten wieder aussteigen oder in einer Woche. Ja, und da kommen die Eltern ins Spiel. Dieser Leistungsanspruch der Eltern, am besten lernst du schon im Kindergarten Chinesisch, damit du in der globalisierten Welt dann auch zu den Siegern gehörst. Ganz schlimm. Sie kennen sicherlich alle, ob als Eltern oder auch als Volksschullehrer. So erst kann eine Volksschule auch richtig schön gestaltet sein und ein Jahr vom Übertritt geht's Schluss mit lustig auf. Dann kommen die Eltern und sagen, jetzt aber mal und jetzt brauchen wir eine gute Note. Und man kann sich, glaube ich, als Eltern oft diesem Druck der Miteltern auch nicht entziehen. Da müssen wir ein hohes Bewusstsein bei Eltern schaffen, was sie damit eigentlich machen. Und das Ganze ist ja für unsere Kinder heute noch verbunden mit diesem Druck, perfekt auszusehen. Bei den Mädchen sehr, sehr weit verbreitet, bei den Jungs kommt es jetzt allmählich. Wenn Sie mal Kinder fragen, so 13-Jährige, auf welchen Seiten, die können Ihnen 100 Seiten nennen, wo die überall im Internet unterwegs sind, wie man jetzt dieses und jenes machen muss, dann die. Da können wir entgegenwirken, indem wir anders arbeiten einfach und Kindern Selbstbewusstsein geben und Selbstwirksamkeitserfahrungen sie machen lassen. Ja, und jede Note bewirkt auch dies, bei vielen. Dass du nicht sagst, jetzt habe ich meine Arbeit nicht so gut, sondern bin ich ausreichend. Ja, und dass so viele Kinder Pillen nehmen und dass sowohl in Österreich wie auch in Deutschland wir ja ein Zweitsystem haben. In Deutschland geben wir jedes Jahr 2 Milliarden aus für Nachhilfe. Wenn kein Elternteil mehr helfen würde, keine Cousins, keine Nachbarn einspringen würden, und es auch diese Zweitnachhilfesysteme nicht gibt. Das ist ja ein zweites System, was sich aufgebaut hat. Hier sehe ich ja auch überall Werbung in Österreich, wenn ich so durch Österreich fahre, Schülerhilfe oder weiß nicht, wie das hier heißt. Ist das System bankrott, würde sofort zusammenklappen. Wo ich permanent Milliarden reinbuttern muss in Wirtschaftssystemen, das würde nicht überleben. Und wir halten das aufrecht. Ja, wir wissen, 75% des menschlichen Lernens ist informelles Lernen. Das heißt, Lernen durch Erfahrung im Leben, nicht vorgedacht, nicht vorstrukturiert, nicht didaktisiert, sondern aus der Situation heraus. Und was machen wir? Die Sitz- und Schreibschule und setzen an den Tisch und wundern uns, dass nicht viel hängen bleibt. Also informelles Lernen stärken. Und dieser Satz stammt
aus einem Buch, was 1972 rausgekommen ist. Da hat nämlich die UNESCO, das ist die Bildungsabteilung der UNO, hat eine Kommission beauftragt, herauszufinden, wie müssen die Bildungssysteme weltweit für die Zukunft aussehen. 72. Die haben gesagt, Schule muss sich an die Schüler anpassen und nicht die Schüler an die Schule. Die haben dieses mit dem informellen Lernen gesagt und die haben festgestellt, es sind noch 50% des humanen Begabungspotenzials nicht gehoben und können durch die Schule, diese alte fächerstrukturierte Schule, auch nicht gehoben werden. Danach gab es dann den Club of Rome und einige andere, die das bestätigt haben. Und dann gab es 1992 die erste große Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro. 187 Staaten haben sich da getroffen, um zu überlegen, was können wir eigentlich tun, um die Welt zu erhalten. Kein Land kann das alleine, alles ist miteinander verbunden. Die haben wochenlang getagt und das Dokument, was rausgekommen ist, nennt sich Agenda 21, gibt es in allen Sprachen der Welt und bedeutet, was zu tun ist im 21. Jahrhundert. 92 hatten wir noch 20. Jahrhundert. Daraus sind diese ganzen Klimakonferenzen und diese Geschichten entstanden. Und dann hat die UNESCO eine Kommission beauftragt, um Jacques Delors. International hochrangige Leute haben 3 Jahre geforscht, wie müssen Bildungssysteme aussehen, damit die gesellschaftliche Transformation gelingen kann. Die haben nochmal bestätigt, dass 50% noch brach liegen. Welche tolle Botschaft. Wir haben einen Riesenschatz, den wir heben können. Die humanen Potenziale können wir alle noch heben. Und das Buch heißt Lernfähigkeit, unser verborgener Reichtum, Learning the Treasure Within. Und die haben Folgendes empfohlen. Achso, das habe ich jetzt, das kommt erst gleich, ich sehe gerade, ich habe jetzt, das kann ich auch sagen. Die haben gesagt, Schule soll auf 4 Säulen aufgebaut sein. Eine heißt, oder Schule, auch Universitäten könnte man sagen, ja, lernen Wissen zu erwerben, lernen zusammenzuleben, lernen zu handeln, lernen zu sein. Wenn die gleichwertig sind, die sind ja natürlich auch verschränkt, aber gleichwertig, dann kann sich die ganze Persönlichkeit entwickeln und auch der Schatz, der noch nicht gehoben ist. Wir hatten dann, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, die Millenniumsziele, die 8 Millenniumsziele. Von 2004 bis 2014, die sind eigentlich auch an den Schulen vorbeigegangen. Nach Delors gab es den Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung, also Bildung für eine nachhaltige Welt, ist nie in den Schulen angekommen, vielleicht bei Einzelnen, aber ist nicht wirklich angekommen, obwohl es an alle gegangen ist. Ja, und wo stehen wir jetzt heute? Ich habe da mal ein paar Bilder. Dies muss man erklären. Wer die Filme von Erwin Wagenhofer gesehen hat, der weiß das. Wir haben ja, Investoren haben ja die ganze spanische Küste aufgekauft, um ihr Geld anzulegen und die Häuser stehen alle leer. Also du hast da nur Geisterstädte. Und weil ein Haus mehr wert ist, wenn ein Golfplatz in der Nähe ist, wurden da 800 Golfplätze angelegt in Geisterstädten und diese Golfplätze werden jeden Tag bewässert. Jeden Tag. Und die verbrauchen so viel Wasser wie 16 Millionen Menschen. So, solche verrückten Sachen machen wir. Und hoffentlich demnächst nicht mehr. Aber so ist die Welt gerade. Es gibt auch Positivbotschaften. Die Armut hat sich um die Hälfte verringert. Der Zugang zu sauberem Wasser hat sich um die Hälfte verringert. Also verdoppelt, die Anzahl der Menschen hat sich reduziert um 50%. Wir kommen meistens bei uns nicht an, weil wir immer die Katastrophenmeldung kriegen. Und jetzt kommt etwas, was wahrscheinlich auch an den meisten von Ihnen vorbeigegangen ist. Eine Meldung vom 25. September 2015, die aber wirklich entscheidend ist für die Schule. Der Hammer fiel und Jubel brandete auf. Die Einigung auf den Text kam in New York so überraschend,
dass sie nur auf Handyvideos festgehalten wurde. Amina Mohamed hat die Verhandlungen koordiniert. Wir haben hier eine extrem ambitionierte Agenda beschlossen. 193 Länder sind sich nun einig, wie wir auf die großen universellen Herausforderungen in dieser Welt reagieren wollen. Hier geht es um uns alle und das macht es historisch. Ich klicke mal weiter, wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Das sind die 17 Global Goals. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal diese Piktogramme gesehen haben. Gucken Sie mal genau hin, sie werden Ihnen bestimmt begegnen. Jetzt, so, die sind in Kinowerbung, an Bahnhöfen und es gibt sehr viel dazu auch schon im Internet. Diese Ziele sollen bis 2030 umgesetzt werden. Dann soll die Armut im Museum sein, klimareguliert, soziale Gerechtigkeit da. Das ist in 14 Jahren. Und wenn wir das schaffen wollen, in 14 Jahren annähernd neue Haltungen in die Gesellschaft zu bringen, müssen wir heute die Schule ändern und nicht in 10 Jahren 3 Stunden Freiarbeit einführen. Und es gibt Studien, die das Nachhaltigkeitsbewusstsein der 15- bis 23-Jährigen untersuchen. Eine aktuelle Studie. Und herauskommt, viele haben schon mal den Begriff nachhaltige Entwicklung gehört, viele haben auch schon mal eine Unterrichtsreihe gemacht. Was hat mein Handy mit dem Krieg im Kongo zu tun oder solche Dinge? Die Qualität ist katastrophal. Wir leben in dem Paradoxum, noch nie hatten wir eine so engagementbereite Jugend, die wollen eine ökologischere Welt, die wollen soziale Gerechtigkeit, die wollen sich engagieren. Und die Schule mit ihrem Fächerkorsett und den vollgepackten Wochen und zu Hause sitzt du noch und lernst für deine Klausur, verhindert das alles, deckelt es, bis die Meldungen, die du jeden Tag hörst, dich so überfordern, dass auch die junge Generation die wegschiebt. Und sie werden davon hören, also diese Umsetzung der Global Goals, die ist jetzt im ersten Schritt in einem 5-Jahre-Weltaktionsplan der UNO. Das Ministerium hier in Österreich und natürlich in Deutschland und überall beschäftigen sich da sehr stark mit der Umsetzung des WAP. In 5 Jahren müssen alle berichten und es geht jetzt auch in deren Papieren um die Transformation der Schule. Nicht um Wissen, also jetzt wird demnächst werden in Schulbüchern solche Themen sein, aber das wird es nicht ändern. Wir müssen die Schulen transformieren und Räume öffnen für Engagement und ganz anders die Schule gestalten. Ich bin in einer Arbeitsgruppe vom Bundesbildungsministerium. Wir arbeiten gerade Papiere aus, die kommen im Mai dann raus. Bildung für nachhaltige Entwicklung muss Kern werden, Kern. Und deshalb müssen wir unsere Schulen transformieren. Deshalb. Und diese Studie, von der ich gerade gesprochen habe, die hat als Fazit, in der Schule scheint es an alternativen Denkweisen und innovativen Ideen zu fehlen. Fächerkorsett und alte Strukturen verhindern Zukunftsentwicklung. Da müssen wir ran. Und deswegen ist das toll, was hier gerade passiert, dass nämlich eine ganze Gemeinde oder ein ganzer Ort, wie sagt man, Stadt, ist das eine Stadt, ne? Eine ganze Stadt sich damit befasst, nicht nur mit Bildung, auch in anderen Bereichen. Angefangen bei den Eltern, ist ganz toll, das ist total zukunftsweisend. Und das ist der Sinn. Wir sind übrigens die 4 Säulen von dem Delors. Um den Sinn geht's. Und ich glaube, wenn Lehrer das einsehen, dass wir deshalb unsere Schulen verändern müssen, alle, auch alle Gymnasien, damit wir den jungen Menschen ermöglichen, die Welt positiv zu verändern, zu transformieren, dann kriegen wir, glaube ich, auch viele mit. Darum geht es letztendlich, um diese Haltung. Und die Zeit ist reif, kann ich Ihnen sagen. Wir haben ja eine andere Schule, die stellen wir jetzt vor. Wir könnten jeden Tag Hospitanten aufnehmen. Bei uns laufen im Monat 200 Lehrer durch. Ich erreiche 30.000 Leute durch Vorträge und ich bin ja jetzt auch nicht jeden Tag unterwegs. Die Leute suchen, die haben Sehnsucht nach Sinn. Aber wie kann das aussehen? Wir brauchen andere Bilder, wir brauchen die Erfahrung, wie fühlt sich das an, Ideen. Und da können Sie jetzt hier auch richtig zukunftsweisend sein. Ja.
Also wir brauchen die jetzt nicht unbedingt, weil die Wirtschaft auch andere braucht, das ist auch wichtig, aber das ist nicht der tiefere Sinn. Der tiefere Sinn ist, dass wir die gesellschaftliche Transformation hinbekommen. Ja, und jetzt stellen wir mal die Schule vor, Evangelische Schule Berlin Zentrum, kann ich ganz kurz sagen. In Berlin ist die Volksschule 6 Jahre statt 4 Jahre. Und wir sind weiterführende Schule. Also bekommen wir die jungen Menschen in der 7. Klasse, 12 Jahre alt. Und dann gibt es nach 4 Jahren so einen Einschnitt, da muss man auch zentrale Prüfungen schreiben. Und dann haben wir aber an der eigenen Schule dann noch die Matura-Stufe. In Berlin, in Deutschland gibt es nicht so viele Schulen wie hier, wo man berufliche Bildung und Abitur parallel macht. Da haben wir so nur die Gymnasien, wo du nur die theoretische Matura machst. Aber die macht man bei uns auch, viele bleiben dann auch bei uns. Und wir haben jetzt gerade das 3. Abitur hinter uns. Wir sind Gemeinschaftsschule, das heißt, wir nehmen alle Kinder. Also nach alten Stempelchen, für die ich nicht so stehe, von hochbegabt bis geistige Behinderung. Und die Aufgabe der Gemeinschaftsschule ist es, du darfst sie nie nach Leistung trennen. Die Vorgabe. Mit 16 Schulen sind wir vor 8 Jahren gestartet, jetzt gibt es in Berlin 28 Gemeinschaftsschulen. Positiv ausgedrückt kann man sagen, Deutschland, Österreich, Schweiz mit ihren selektiven Systemen, mit ihrem selektiven Denken, mit ihren Schubladendenken, mit ihrem Gewinner-Verlierer-Denken, Geist, so geistige Haltung in der Gesellschaft, die sich ja jetzt durch in der Flüchtlingsfrage ganz deutlich rauskommt, haben keine Erfahrung damit, mit Heterogenität konstruktiv und positiv umzugehen. Wir haben da Angst vor, wir sehen Heterogenität als Belastung. Du lieber Himmel, jetzt hast du auch noch kulturelle Vielfalt. Und so. Ist toll. Je mehr Vielfalt, umso kreativer ist die Gruppe. Aber wir haben da gar keine Erfahrung mit. Und deswegen haben wir da Angst vor. Und die Gemeinschaftsschulen sollen jetzt Lernarrangements entwickeln. Wie kann denn Lernen in solch heterogenen Gruppen überhaupt vonstatten gehen? Neues Lernen. Die machen alle andere Sachen. Wir stellen jetzt unsere Schule vor, was wir gemacht haben. Wir haben die Heterogenität noch erhöht. Wir haben gesagt, wir arbeiten in Jahrgangsmischung 7., 8., 9. Klasse. Warum? Du kannst dann keinen Frontalunterricht mehr machen. Und das nennt sich auch Musterbruch, weil wir sind in so angespannten Situationen als Lehrer, da fällst du immer in deine alten Muster zurück. Aber wenn du jeden Tag eine andere Gruppe vor dir hast oder so eine hochgemischte, kannst du das nicht mehr machen und der zwingt dich dazu, Neues zu lernen. Und das geht dann ganz schnell. Jedes kleine Fenster, was wir haben, wo du noch alten Unterricht machen kannst und da vorne stehen, machen das unsere Lehrer auch. Ja, jetzt, was sagen wir noch, Anton? Wir sind dreizügig. Ich setze noch ein paar Sachen voraus, ehe ich dann an ihn übergebe, so ein paar strukturelle. Das heißt, wir hätten 3-7er, 3-8er, 3-9er, also wir haben 9 Jahrgangsgemischte. Und jetzt ist uns wichtig, Lernen läuft über Beziehung. Die normale Schule, die ich vorhin dargestellt habe, wo ein Lehrer von einer Klasse in die andere rennt, ist strukturell eine Beziehungsverhinderungsanstalt. Weil der Lehrer hat über 100 Schüler am Tag. Es ist strukturell gehindert, Beziehung aufzubauen. Also haben wir überlegt, wie können wir einen Plan bauen, dass die Lehrer nur noch in wenig Klassen Unterricht haben und da ganz viel. Und so haben wir mal 3 Klassen zusammengefasst. 3 Klassen sind ein Team. Jede Klasse hat 2 Lehrer, die sind verantwortlich. Wir haben keine Doppelsteckung wie hier bei der NMS. Wir haben keine zusätzlichen Ressourcen. Die sind verantwortlich. Und so bilden 3 Klassen ein Team, 6 Lehrer ein Team. Und die Lehrer treffen sich jeden Donnerstag, haben da ihre Heimat und können gemeinsam entwickeln, sich austauschen, sich beraten, sich unterstützen. Ja, jetzt kriegst du das Mikro. Also, wenn man an Schule denkt, denkt man automatisch so an Mathe, Deutsch, Englisch, Geschichte, Geografie, halt so an diese Hauptfächer.
Aber ich glaube, letztendlich ist es nicht so wirklich das, was Schule ausmachen sollte zumindest. Es ist zwar auch ein Bestandteil, aber bei uns ist es auch ein Bestandteil, aber es gehört auf jeden Fall nicht zu den wichtigsten Dingen mit. Und wir haben das in dem Format Lernbüro aufgenommen. Und zwar Lernbüro funktioniert so, dass ich in meinem eigenen Tempo mir die Themen erschließen kann. Das heißt Lernbüro, ich komme morgens in die Schule und kann mir erstmal aussuchen, gehe ich in Mathe, gehe ich in Deutsch, gehe ich in Natur und Gesellschaft. Natur und Gesellschaft ist Geschichte und Geografie. Oder gehe ich in Englisch. Und wenn ich jetzt sage, okay, heute ist Montag, Englisch fällt mir schwer, ist jetzt noch Anfang der Woche, dann gehe ich mal lieber in Deutsch. Und dann setze ich in Deutsch und dort ist ein Fachlehrer steht dort bereit für mich. Und ich gehe dorthin und hole mir erstmal meinen Lernbaustein aus dem Regal. Ein Lernbaustein ist quasi eine Holzkiste und der trägt einen Namen wie zum Beispiel Kurzgeschichten in Deutsch und es umfasst halt ein Thema. Und in dem Baustein sind Karteikarten und dann geht es halt darum, dass ich mir dieses Thema selbstständig erschließe, indem ich diese Karten halt mir anschaue. Dort stehen dann meistens, also es geht eigentlich immer darum, dass man sich das Thema wirklich selbst erschließt, dass dort anfangs was dasteht, zum Beispiel bei Mathe, wenn man so mathematische Berechnungen hat und so, dass man erstmal überlegt, ja, wie könnte man das und das denn berechnen überhaupt und dann sich darüber erstmal überhaupt im Klaren ist, wofür brauche ich das eigentlich, was ich hier lerne. Und dann erarbeite ich mir das selbstständig, das Thema, wie zum Beispiel in Deutschland Kurzgeschichten und am Ende schreibe ich dann bei Kurzgeschichten beispielsweise eine Interpretation und gehe dann zu meinem Lehrer, sage, ey, ich habe den Baustein fertig und er melde mich zum Test an und sage ich, ja, ich würde gerne nächste Woche Mittwoch den Test schreiben und dann komme ich am nächsten Mittwoch auch wie die anderen ins Lernbüro, schreibt dort meinen Test, die anderen machen weiter ihre Bausteine und so ist der grobe Ablauf. Und das Ganze ist halt auch jahrgangsgemischt, also 7. bis 9. Klasse und wir sitzen dort in einem Lernbüro, sind immer so um die 20 Schüler und ja, das heißt, jeder kommt dort morgens hin, kann sich das aussuchen und natürlich hat man den Vorteil, also in jedem Fach hat man ungefähr so 4 von diesen Bausteinen. Und dafür hat man dann ungefähr 10 mal 1,5 Stunden Zeit. Also es ist halt immer, meistens ist es in dem Morgensblock von 8:30 bis 10. Und dann hat man immer die 10 mal ungefähr 1,5 Stunden Zeit, um so einen Baustein abzuschließen. Und das muss man sich dann halt über das Jahr gut aufteilen, dass man Montag gehe ich zum Beispiel in Mathe, Dienstag gehe ich in Deutsch oder Mittwoch in Englisch. Und erarbeite mir das dann selbstständig. Und ich habe natürlich den enormen Vorteil, dadurch, dass jeder quasi an seinem eigenen Baustein arbeitet, kann ich zwar mich mit den anderen absprechen und vielleicht hat jemand schon den Baustein gemacht, oder es ist sogar sehr wahrscheinlich, zumindest wenn ich in der 7. und 8. Klasse bin, dass die 9. Klässler haben die Bausteine auf jeden Fall schon gemacht und können mir natürlich super weiterhelfen. Und darin besteht wieder der Vorteil, dass wenn die 9. Klässler den 7. Klässlern das Thema wieder erklären, haben sie es sofort auch wieder im Kopf. Und dann wiederholt man das Thema nochmal, erklärt es dabei den anderen nochmal. Und es ist natürlich auch echt super, wenn ich, mir zum Beispiel persönlich fällt Englisch echt schwer. Und Mathe finde ich total einfach. Das heißt, in Mathe brauche ich zum Beispiel vielleicht nur 6 von diesen 10 Lernbüro-Einheiten, also von diesen 10 mal 1,5 Stunden. Dafür kann ich dann die Lernbüro-Einheiten, die ich in Mathe nicht gebraucht habe, in Englisch dranhängen. Dass ich dann sage, okay, Englisch fällt mir schwerer, dann beschäftige ich mich damit länger und habe dann dafür mehr Zeit. Und das heißt, ich sitze nicht vor dem Lehrer und der erzählt mir was, in einem Fach komme ich nicht mit und im anderen spiele ich Käsekästchen, weil mir langweilig ist, sondern ich kann halt in meinem eigenen Tempo lernen und ja. Ja. Manche brauchen, also jetzt, ich wiederhole nochmal, du kannst nie was verpassen. Du gehst deinen eigenen Lernweg. Wenn du krank bist, bist du nie in der Situation, du hast 14 Tage gefehlt und musst morgen eine Arbeit schreiben. Unmöglich, was wir da zum Teil von Kindern verlangen. Du lernst nicht für den Test und nicht für den Lehrer, sondern für dich. Du gehst deine eigenen Wege. Dein Nachbar macht gerade auch was anderes. Und total unterstützend ist es, dass wir keine Noten geben. Ich glaube, wenn es Noten gäbe, wir geben erst Ende 9 Noten,
dann wäre die Gefahr, glaube ich, groß, einen Test zu kopieren, deinem Freund zu geben, damit der schon ein vorgefertigtes Blatt hat und zu Hause 10 Euro kriegt. Also keine Noten zu geben, unterstützt sehr. Ich kenne aber auch Schulen, die arbeiten nach so einem Prinzip und die müssen noch Noten geben. Und da funktioniert es aber auch. Aber das ist, wenn du jetzt noch keine Noten gibst, sondern stattdessen etwas viel Wertvolleres, dann ist es unterstützend. Ja, und die Angst ist raus. Du sitzt nicht da und sagst, oh Gott, morgen um 10 Uhr Mathearbeit. Und ich kann gar nichts. Und schläfst schlecht. Haben wir doch die ganzen Kinder, die es eigentlich können und bei der Arbeit versagen. Und dann kriegst du eine 5 und die bleibt und die geht auf die Note. Und bei der nächsten Arbeit hast du wieder Angst. Alles rausgenommen. Deswegen ist es bei uns sehr entspannt. Und du kannst dich in eine Ecke setzen, auf dem Boden liegen, im Flur arbeiten. Wenn du Belade auswendig lernst, kannst du durch die Gegend laufen. Kinder, die nicht stille sitzen können, müssen da nicht immer an so einem Tisch sitzen. Ne? Und Kinder, die jetzt, sagen wir mal, Kinder mit schwerer LRS, die haben dann einen Lehrer noch dazu. Und dann guckt man erstmal, wie geht's denen eigentlich. Die meisten haben ja erstmal schon einen schweren Leidensweg hinter sich und sind schon total entmutigt, dann kannst du erstmal aufbauen und dann kann es sein, dass ein Kind sagt, ich müsste den Text eigentlich hören und nicht lesen. Dann haben wir die Bausteine, die Lernbausteine auch audiatisiert oder ein Freund liest die Aufgaben vor oder die müssen etwas schreiben, dann sprechen die rein, haben wir Tablets und so, wir haben auch ein paar Lernprogramme, man kann hier natürlich auch super digitale Medien mit reinholen und du kannst alles parallel laufen lassen. Ja, zweites Thema, wie lernst du Komplexität mit Freiraum und am besten in Projekten? Jetzt sagen dir Lehrer, ja, würde ich auch gerne machen, aber ich habe ja nur eine Doppelstunde oder ich habe nur eine Einzelstunde. Jetzt müssen sich überlegen, was ist die heimliche Botschaft? Lehrer wirken zu 85% durch Vorbild, stellen sich hin und sagen, ich würde ja gerne, aber ich habe ja nur eine Einzelstunde. Heißt, sie denken und handeln nicht lösungsorientiert. Davon haben wir genug Erwachsene in der Welt. Jetzt müsste man doch sagen als Schule, Mensch, in unserem jetzigen System geht das nicht. Wie stellen wir denn unser System jetzt um oder unsere Woche, dass wir Projekte machen können? Und am besten auch die Kinder ins Boot holen, die mitdenken. Dann erleben Kinder Veränderungsbereitschaft, Kreativität, Lösungen. Und wir brauchen eben Lösungen für die vielen ungelösten Fragen. Das wollte ich nochmal dazu sagen zu den Global Goals. Was gibt es Sinnvolleres, als sich mit den ungelösten Fragen der Menschheit zu befassen und Lösungen zu suchen? Und das ist Aufgabe der österreichischen Schule. Ich glaube, die Folie kommt gleich nochmal. Ich bin hier ein bisschen durcheinander. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben jetzt einen Projekttag. Wir haben einfach Fächer in den Donnerstag gegeben, 5 Stunden Projekt, 3 große Projekte im Jahr. Manchmal auch nur 2. Wir haben neulich einen Kinofilm mit Künstlern zusammen gedreht, der hat dann ganz lange gedauert. Also dass das ein Kinofilm wurde, hat sich hinterher erst dann herausgestellt. Ich sage mal ein Beispiel, Thema Wasser. Jetzt suchen die Schüler sich Gruppen und Forscherfragen. Die einen wollen jetzt rausfinden, was macht Nestle da gerade in Brasilien. Die anderen haben virtuelles Wasser gehört und wissen überhaupt nicht, was das ist. Also war jetzt auch so, die sind dann auf den Alexanderplatz gegangen und haben 100 Leute befragt. Davon wussten 98, hatten noch nie von virtuellem Wasser gehört und 2 hatten so eine vage Vorstellung. Dann haben sie sich damit befasst, virtuelles Wasser ist von der Wiege bis zur Bahre sozusagen. Also 1 Kilo Rindfleisch enthält 16.000 Liter virtuelles Wasser. Wenn man wie viel Wasser hat das Getreide gebraucht und so weiter, wenn man das alles mitrechnet. Und dann gibt es große Unterschiede, ist ökologisch sehr wichtig, sich damit auszukennen. Und dann haben sie eine Ausstellung gemacht und hat auch mit Pappmaché gebaut und dann sind sie wieder auf den Alex und haben einen Tag Leute aufgeklärt und später unsere Schüler und die Eltern. Und die Dritten haben gesagt, ich möchte wissen, wie eigentlich die Berliner Wasserwerke funktionieren oder ein Klärwerk. Ne? Dann sind sie dahin und haben Leute interviewt und dann haben sie das gebaut, weil du hast 40 Stunden Zeit, kannst rausgehen und so weiter. So wird Neugier erhalten, Fragen, Antworten auf eigene Fragen suchen und nicht fremde Fragen von einem Schulbuchautor beantworten. Und so bleibst du kreativ und denkst, wow,
Und Sie wissen alle, wer schon mal, oder die Grundschullehrer, wenn Sie jetzt irgendwie so ein Thema haben, ein Tier, das mich interessiert, dann schleppen die ja alles an. Da brauchen Sie ja keinen Unterricht mehr vorbereiten. Die machen Ihnen ja die tollsten Stunden, die Kinder. Und dann machen die eben auch noch, wenn sie älter sind, wenn sie diesen Freiraum haben. Und ich zeige nachher nochmal zum Schluss, konnte ich jetzt hier nicht einfügen, 5 Minuten einen Film. Wir machen immer ein halbes Jahr zum Nationalsozialismus. Und dieses Projekt mündet in eine Ausstellung im Abgeordnetenhaus. Da zeige ich nachher nochmal 3 Minuten. Dann kann man sich vorstellen, was Projektunterricht überhaupt bedeutet. So, und jetzt fragen Sie sich vielleicht, und was passiert, wenn einer nie in Mathe geht und so weiter und so fort. Wenn Sie nicht aufpassen, passiert das natürlich. Das ist uns auch am Anfang passiert. Und deshalb gibt es Unterstützungssysteme. Also jede Klasse hat 2 Klassenlehrer und einer der beiden Klassenlehrer ist mein Tutor. Und mein Tutor ist, er ist quasi mein Ansprechpartner in der Schule, auf ihn kann ich zugehen, wenn ich Probleme habe. Und er reflektiert mit mir auch immer die Woche. Das heißt, einmal in der Woche haben wir eine Studierzeit, das ist Freitag 1,5 Stunden. Und dort kann man einfach nochmal so ein bisschen, dieses Lernbüro bringt ja auch oft, wenn man dann was anschneidet und doch nicht ganz beenden kann oder sowas, dann kann man in der Studierzeit kann man Vokabeln lernen oder kann die Sachen, die man nicht geschafft hat, noch beenden. Und in dieser Studierzeit sind eben auch diese Tutorgespräche. Das heißt, mein Tutor setzt sich mit mir jede Woche ungefähr 10 Minuten hin und bespricht nochmal die Woche und fragt, was hast du geschafft, wie geht's denn dir so? Und das ist, geht noch nicht mal nur um Schule, es ist einfach generell mal so ein Austausch. Wie geht's mir und läuft alles gut oder wie kann ich dich noch unterstützen? Und da kommt dann sowas natürlich auch einfach raus, wenn manche Leute kommen mit diesem System total gut klar, können sich das super einteilen und haben immer alle Bausteine gleichmäßig und kommen dann richtig gut klar. Die brauchen natürlich zumindest in diesem Punkt kaum Unterstützung. Es gibt auch Leute, denen fällt es total schwer. Aber ich meine, gerade das ist ja auch so das Prinzip unserer Schule, diese Selbstständigkeit zu erlernen. Und da hilft einem der Tutor, wenn man das noch nicht so gut schafft, sehr weiter, indem man mit einem zum Beispiel einfach die Woche schon mal so ein bisschen vorplant und sagt, okay, du warst jetzt lange nicht mehr in Mathe, dann gehst du doch mal nächsten Dienstag in Mathe und dann nächsten Freitag. Und so kann der Tutor einen zu 100% führen und mit einem das komplett vorbesprechen. Er kann es aber noch nur zu 30% machen. Also das heißt, er passt sich total an mich an. Und das Ganze wird auch noch reflektiert mit dem Logbuch. Unser Logbuch ist ein, wie so ein Kalender, bloß mit Extrafunktionen. Und zwar ist dort halt das ganze Schuljahr drin abgebildet, jeder einzelne Block. Und immer wenn ein Block zu Ende ist, also zum Beispiel das Lernbüro, trage ich ein, was habe ich geschafft und lasse mir das vom Lehrer abzeichnen. Und ganz wichtig, nach jeder Stunde gibt es einfach 3 solche Kreise. Einer, der ist voll, einer, der ist zu 3/4 voll, einer, der ist halb voll und einer, der ist nur zu 1/4 voll. Und in diesen Kreisen kreuze ich einfach nach jeder Stunde ganz schnell an, wie viel habe ich geschafft oder wie viel habe ich gegeben oder wie zufrieden bin ich mit mir. Und ich habe festgestellt, ich dachte am Anfang, muss man ja immer ganz genau sein, manche schummeln da doch bestimmt. Aber letztendlich ist es vollkommen egal, ob ich da jetzt voll ankreuze und eigentlich nur total schlecht gearbeitet habe, aber ich schlecht ankreuze und ich habe total gut gearbeitet. Trotzdem passiert in meinem Kopf der Gedankenvorgang, dass ich reflektiere und darüber nachdenke, habe ich wirklich 100% gegeben. Und das macht es halt irgendwie aus. Und dazu haben wir noch ein paar andere Sachen. Also am Ende der Woche haben wir zum Beispiel oben im Logbuch in der Ecke die Stolzecke. Das heißt, jede Woche Freitag setze ich mich hin und überlege mir, worauf kann ich eigentlich diese Woche stolz sein? Was habe ich diese Woche richtig gut gemacht? Und genauso nehme ich mir ein Wochenziel für die nächste Woche vor und frage mich, was kann ich die nächste Woche schaffen, was will ich denn machen? Und das muss noch nicht mal was mit der Schule zu tun haben. Das kann auch ein privates Ziel zu haben, um einfach mehr Motivation zu bekommen. Und und das bespricht man halt auch mit dem Tutor so ein bisschen. Und man reflektiert mit dem Tutor, wie gesagt, seine Woche. Und so ist man halt im regen Austausch. Und ganz zum Ende des Schuljahres, beziehungsweise jedes Halbjahr, haben wir noch das Bilanz- und Zielgespräch. Und zwar, da kommen die beiden Eltern und der Tutor ich sitze dann
sitzen im Raum und besprechen das letzte Jahr. Das ist wie so ein Tutorgespräch, bloß in größerer Form, dass einfach das gesamte Jahr reflektiert wird, geguckt wird, hey, das hast du richtig gut gemacht, mach das doch bitte weiter so und dort könntest du dich noch mehr steigern. Und das halt mit den Eltern abzusprechen und das wird dann auch dokumentiert und damit ist es halt, so, sage ich jetzt mal, fast so, ja, so ein bisschen gesichert, dass man auch wirklich gut klarkommt und dann kann man da auch gut Probleme ansprechen, die man hat und dann wird versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden und das ist jetzt nicht so ein Gespräch, wo man da so klein daneben sitzt und da sitzen die Eltern da, der Tutor und machen einem Angst, sondern man selbst führt quasi das Gespräch, man bereitet sich darauf auch vor, indem man ein, zwei Fragen beantwortet und reflektiert dann quasi vor dem Tutor und vor den Eltern sein eigenes Jahr und bespricht es dann ganz freundlich und nett mit denen. Ja, also zum Halbjahr gibt es nur das Gespräch und zum Ende des Schuljahres gibt es das Gespräch plus einen Lernbericht. Und Lernberichte zu schreiben ist sehr viel Arbeit. Also der Tutor schreibt sozusagen zu deiner persönlichen Entwicklung und dann haben wir immer die ganzen Lernberichte noch geschrieben. Jetzt haben wir gedacht, wir haben so tolle Zertifikate, da machen wir einfach ein Buch raus, da steht ja alles drin. Ne? Und sonst ist eben auch so, ist schon Arbeit, so auch Zertifikate schreiben und so, man kann sich gegenseitig, man kann Beispiele haben, man kann auf Ideen kommen und wir haben auch anfangs schon mal für die Lernberichte die Lehrer einen Tag freigesetzt, dann haben die Eltern den Unterricht übernommen, also nicht alle, aber viele, die können nämlich mal über ihre Berufe erzählen, jetzt haben wir die Schüler aus der Jahrgang 12, die jetzt 2 Tage den Unterricht übernehmen, dann haben wir 2 Tage pädagogische Fortbildung und man kann sich viel einfallen lassen und in der MNS ist ja Doppelsteckung, da kann man auch schon mal ab und zu ein paar Lehrer rausziehen. Ich sage nachher noch mal was zum Material. Also das Material für selbstorganisiertes Lernen zu erstellen, ist eine Heiden viel Arbeit, aber da gibt es eine gute Nachricht. Die mache ich nachher zum Schluss noch mal. Und guck mal, ist rausgegangen. Und was wir bis jetzt dargestellt haben, ist, kann man sagen, sind so alte Fächer in neuem Format. Deutsch, Englisch, Mathe, ich glaube, es ist ganz gut, wenn die noch vorkommen, sonst verlieren die Eltern das Vertrauen. Man könnte natürlich Mathe am besten lernen, wenn du ein Haus baust, musst anstreichen, musst ausrechnen und so. Aber sozusagen die Fächer gibt's noch, aber die Formate, dass man sich die selbst organisiert, erschließt, ist neu, ist so eine Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen. Individualisiertes Lernen ist möglich und dann behält man es auch und hat auch nicht so einen Stress. Und dann im Projektunterricht auch individualisiert, aber du gehst eigenen Fragen nach und kannst aus verschiedenen Perspektiven auch ein Thema bearbeiten. Also nochmal ein ganz anderes und du lernst da im Team zu arbeiten. Und wir sind Ganztagsschule, also wir fangen immer um 8:30 an. Montags, Dienstags und Mittwochs geht es bis 16 Uhr, Donnerstags bis 14:15 und Freitags bis 14 Uhr. Und wir haben ungefähr die Hälfte in dem Klassenverband. Also hier, alles was gelb ist, ist im Klassenverband. Gibt noch Sport. Jetzt hier nicht drin. Sport, Navi und Religion gibt es auch noch im Klassenverband. Ne? Und die andere Hälfte kannst du wählen. Im Lernbüro kannst du wählen, wo gehst du heute hin. Und wir wissen ja, Lernen läuft über Beziehungen und Motivation läuft nur über Wertschätzung und Anerkennung und gesehen werden. Und wenn du nur so wenige Schüler hast, wie unsere Lehrer, nur immer die 78, dann kennst du die ganz genau. Und dann kannst du die auch wertschätzen und auch ein Zertifikat ist eine ganz hohe Wertschätzung. Eine Ziffer ist keine Wertschätzung. Die Ziffer 3 kriegen am gleichen Tag wahrscheinlich 100.000 österreichische Kinder, aber dein persönliches Zertifikat kriegt kein anderer. Der Lehrer hat sich mit dir beschäftigt. Und eine ganz hohe Wertschätzung ist auch jedem Kind zuzutrauen, selbstorganisiert lernen zu können. Und in den ersten 4 Jahren, Ende des 4. Jahres, können es alle. Manche brauchen länger, manche nicht. Und ich erkläre Ihnen jetzt mal eben, ein Lehrer hat dann zum Beispiel 10 Stunden Lernbüro. Projekt ist doppelt besetzt, 4 Stunden von den 5, 14. 2 bezahlte Stunden für Tutorgespräche, das ist der Kern von dem Ganzen. Das muss woanders rausgenommen werden oder da sein. Wir sind Ganztagsschule, das ist ganz einfach. Es sind 16 und jeden Tag gibt es 1 Stunde in der Klasse noch, Lesestunde, soziales Lernen, Klassenrat,
wo die Klasse sich trifft und der Klassenlehrer mit drin ist. Dann bist du schon mal 18 oder 19 Stunden. Nur in deiner Klasse oder in deinem Team, wo du ja mit deinen 6, 5 anderen Kollegen auch eng verzahnt bist. Ja, und der Wochen hier zwischen gibt es nochmal ein Format, das ist auch spannend, das heißt Werkstatt. Da kann man sich so vorstellen wie eine AG. Und da haben wir eine breite Auswahl. Werkstätten können von Lehrern gegeben werden, von außerschulischen, von Eltern oder von Schülern selber, von Schülern für andere Schüler. Und das geht von Yoga und Aikido bis IT. Kochen, Garten, alles Mögliche. Und alle halbe Jahre wählt man sich wieder neu ein. Und dadurch, dass dann nicht immer Lehrer sein müssen, sparen wir auch wieder Stunden, wo wir woanders doppelt besetzen können. Man muss nur ein bisschen kreativ sein. Und am besten ist ja jemand, der etwas gut kann und Meister ist und begeistern kann. Da können manchmal Außerschulische besser eine Werkstatt geben als ein Lehrer, der da irgendetwas macht, wofür er nicht brennt. Und die Woche schließt ab, das ist uns sehr wichtig. Ach so, hier mischst du dich mit 3 Klassen. In der Werkstatt mischst du dich mit der ganzen Schule. Jedes Jahr in 9 Gruppen. Und in diesem Wahlpflicht, also du kannst jetzt Französisch nehmen oder ein anderes Fach wählen oder Spanisch oder Kunst, mischst du dich wieder mit anderen, sodass man sagen kann, man kennt eigentlich jeden. Und dieses, was manchmal in Schulen vorkommt, Klasse A gegen Klasse B, die Großen gegen die Kleinen, das gibt es alles gar nicht, weil sich jeder kennt und du mit jedem irgendwie zusammen bist. Und Großen gegen Kleine gibt es sowieso nicht, weil du ja in einer jahrgangsgemischten Gruppe bist. Also du hast einfach viel Spannung aus dem System einfach rausgenommen. Ja, und die Woche schließt immer ab mit etwas Schönem. Das ist hier unsere Schulversammlung. Genau, am Ende der Woche haben wir mal eine Schulversammlung. Und zwar kommt dort die gesamte Schule, die gesamte Schule passt leider nicht in unsere Aula, aber zumindest die Klassen 7 bis 10 zusammen. Und eine Klasse bereitet diese Schulversammlung vor. Und ja, das ist einfach so nochmal so ein Wochenabschluss. Und so eine Schulversammlung hat für uns feste Punkte. Und dazu gehört, meistens werden News irgendwie, also wird irgendwas Aktuelles vorgetragen, nochmal als Thema aufgegriffen, was in der Woche passiert ist. Vielleicht auch so ein bisschen die Woche reflektiert nochmal. Und das ist ein Punkt. Dann haben wir ganz wichtig, dann haben wir so einen Punkt, Speak Your Mind heißt der. Das heißt einfach so ein bisschen sowas Organisatorisches, wo jeder nach vorne kommen kann und vielleicht auch mal was sagen kann, was ihm diese Woche, was er gerne verändern würde oder irgendwelche Termine ansagen. Dann haben wir den Punkt Lobe. Und zwar geht es dort darum, dass man, jeder kann nach vorne kommen und jemand anderen loben, was er in dieser Woche für einen gemacht hat. Und zwar kann es wirklich alles Mögliche sein. Da kommt ein Schüler nach vorne und lobt seinen Freund, weil er ihm diese Woche so gut in Mathe geholfen hat. Das muss aber auch nichts Schulisches sein. Es kann auch sein, dass jemand nach vorne kommt und jemand anderen lobt, weil er ihm eine tolle Geburtstagsparty organisiert hat oder sonst was. Und zum Beispiel haben wir jetzt auch, wir haben in unserer Schule jetzt auch 2 Willkommensklassen, wo Geflüchtete sind. Und der eine zum Beispiel, der eine kommt aus, ich weiß gar nicht, woher er kam. Auf jeden Fall kannte er dieses überhaupt nicht, dass man seinen Geburtstag feiert. Und jemand anderes, auch aus der Willkommensklasse, hat ihm einfach eine riesen Überraschungsparty organisiert. Und er fiel natürlich aus allen Wolken und es war richtig, richtig schön. Und er stand bestimmt 5 Minuten dort vorne und hat seinen Freund da gelobt, weil er ihm einfach so eine Riesenfreude da gemacht hat damit. Und genau dafür war es halt da. Sonst hätte man davon nie was mitbekommen. Jetzt wusste man so, ey, der hat ihm das echt so schön gemacht. Und das wird dann einfach nochmal von der ganzen Schule wertgeschätzt. Und das ist ein total schöner Punkt. Und da werden sowohl Schüler loben Lehrer, zum Beispiel war unsere Deutschlehrerin lange krank und eine andere Deutschlehrerin hat es nebenbei noch unser Deutschlernbüro mit übernommen und sie hat es total toll gemacht und dafür haben wir sie gelobt. Dann lobt eine Lehrerin ihre Klasse bei sie oder der Hausmeister lobt die Klasse bei sie, weil die Klasse ihm geholfen hat, die Stühle runterzubringen. Also da ist einfach sehr viel Freiraum. Und ich glaube, loben ist so ein
Ding, das ist bei uns jetzt sehr in der Vollversammlung verankert. Das gibt es natürlich auch an anderen Stellen. Jetzt auch in der Klasse machen wir oft mal so eine Lobrunde oder so. Oder beispielsweise in der Lehrerversammlung starten die jetzt auch immer mit einer Lobrunde. Und loben ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache, weil dort einfach mal nochmal das wertgeschätzt wird, was man getan hat von jemand anderem. Und wenn es vor Leuten passiert, ist es sowohl für den, der vorne steht und dieses Lob bringt, ist es einfach erstmal diesen Mut aufzubringen, davor diese 400 Leute zu treten und jemand anderen dafür zu loben, ist natürlich erstmal, es ist ein Riesenerfolgserlebnis. Und dann vor 400 Leuten von jemandem gelobt zu werden, ist natürlich auch einfach echt eine schöne Sache. Und deswegen kann man Loben überall integrieren. Und ich habe selten erlebt, dass jemand kein Lob irgendwie parat hatte nach einer vollendeten Woche. Und deswegen jetzt vielleicht auch mal die Frage, hat nicht jemand von Ihnen Lob, an jemand anders loszuwerden? So, das hört sich jetzt vielleicht so lustig an und erstmal vielleicht ein bisschen schwierig und ach, aber es gibt bestimmt was. Okay. Ja, ein Lob aussprechen, also euch beiden Vortragenden, es war super anzuhören, vieles wirklich sehr, sehr Neues. Ich meine, ich bin, wie man mir ansieht, nicht mehr der Jüngste, also ich bin, sehe das schon also aus der anderen Perspektive, aber bin auch nach wie vor immer sehr interessiert, was Bildung anbelangt, darum bin ich auch heute hier. Aber dazu, was mir persönlich also sehr wesentlich erschienen hat, also diese Begriffe wie Zeit haben für Beziehung und Kreativität und so weiter, das sind so wichtige Punkte. Und da komme ich auch wieder, was Sie eben dann gesagt haben in Ihrer Schule, dass das im ausreichenden Maße nur in einer Ganztagsschule möglich ist für mich. Und da liegt hier, muss ich sagen, Sie haben viel Lob ausgesprochen hier, der Stadt Feldbach, aber ich muss hier also schon ein bisschen kritisch denken. So ist mein Eindruck, dass wir sich derzeit... Wir haben jetzt gerade loben als Punkt. Ja, also loben. Okay, ich will hoffen, dass ich bald die Feldbacher verantwortlich auch loben kann, weil sie für die Ganztagsschule bereit sind, drüber reden zu lassen. Danke. Ich möchte auch ein Lob aussprechen, und zwar, wir haben viel gehört, was wir machen können und was wir machen sollen, aber an den Feldbacher Pflichtschulen wird teilweise auch schon, werden Ideen aufgegriffen und gelebt, und ich habe selbst einen Sohn, der jetzt in die 4. Klasse geht. In meiner Klasse war das so, dass ich sagte, es waren viele Dinge, viele Ideen, die wir heute gehört haben, die ansatzweise schon umgesetzt worden sind, obwohl wir jetzt noch quasi ganz im klassischen System unterwegs sind. Und das Zweite war, wir haben am Samstag von der 2., 4. Klasse bei uns ein Projekt gehabt, ein Klimaprojekt, das wir präsentiert haben, wo ich auch denke, wo dieses Gesamtheitliche schon so toll umgesetzt worden ist. Und da möchte ich meine Schule, also unsere Schule und auch unsere Lehrerinnen wirklich alle dafür loben. Also, ich möchte meine Mama loben. Nein, weil sie mich echt super unterstützt und ich viele Verletzungen in letzter Zeit gehabt habe durchs Motocross fahren. Und sie mit mir immer ins Krankenhaus gefahren ist und, und zum Doktor gefahren ist und dann einmal nach Graz gefahren ist ins Krankenhaus. Und danke, Mama, dass du mich immer so unterstützt hast, obwohl ich mich schon so viel weh habe. Ja, ich möchte unsere Stieftochter loben, weil sie heute die Bachelorarbeit fertig gebracht hat, 2 Tage vor dem Abgabetermin. Das hätte ich nie geschafft, so zeitig. Und sie ist sicher auch ganz toll geworden. Ganz toll. Danke.
jeder mal gelobt wurde, sondern einfach um diesen gezeigten Mut, um die Kultur der Schule, denn in Schule hast du ja oft auch so etwas, wenn einer richtig gut ist, dann sagen die anderen, hä, willst du dich einscheißern und solche Sachen. Und da die zur Gruppe zuzugehören für Jugendliche viel, viel wichtiger ist als alles andere, ist es sehr gut, wenn man einfach so eine Kultur in der ganzen Schule lebt und durch die Loben geht. Ja, wir haben auch doch immer die Geburtstagskinder, die kommen dann alle nach vorne auf die Bühne. Wer hatte denn von Ihnen im Juni Geburtstag? Stehen Sie doch mal auf. Sie können jetzt auch, Sie brauchen jetzt nicht nach. Wir singen jetzt. Happy Birthday to you. Ja, wenn Sie so ein Element wie Versammlung haben, können Sie auch jederzeit, wenn irgendetwas mal ganz Wichtiges ist, einfach eine Versammlung machen, eine kurze. Also nach Paris zum Beispiel, nach den Anschlägen hatten wir einen Priester da, einen Hodja und einen Imam und einen Rabbi. Dann habe ich angeschrieben, 10 vor 10, außerordentliche Versammlung. Wir hatten 600 in unser Forum, wo eigentlich nur 300 reinpassen. Und dann haben die waren ja auch alle in ihren entsprechenden geistlichen Kleidung. Und dann haben die alle ein Friedensgebet gesprochen oder der Imam hat es gesungen. Und dann haben sich alle 600 angefasst und wir haben die 6 Strophen von We Shall Overcome gesungen. Dann gehen sie also in solchen Momenten stehen mir so die Tränen in den Augen und ich kann mich an ganz viel erinnern, jetzt aus den letzten Jahren, wo mir die Tränen in den Augen standen. Und wenn Sie diese Momente der Berührung schaffen, dann haben Sie die Leute ganz tief bewegt und dann nehmen die viel, viel mehr mit als Wissen. Und ich glaube, wenn man so diese Versammlung nicht hätte, ich glaube, die 600, das hätte, glaube ich, nicht geklappt. Oder wir haben eine Lesung, 300, die machen dann ja erstmal, müssen sich ja erstmal dran gewöhnen, so an so ein Format. Also es eröffnet einfach. Viel, ganz wenig eröffnet viel und es kostet alles, was wir bisher vorgestellt haben, kein Pfennig Geld. Nur Haltung. Jetzt machen wir zum Halbjahr schriftliche Auszeichnung, gibt es da bei uns. Die Klasse überlegt, wer soll eine Auszeichnung kriegen, auch die Lehrer können welche schreiben. Ich zeige mal eine Minute, dann können Sie sich das vorstellen. Lieber Fritz, wir möchten dich auszeichnen als Teamplayer des Jahres der Klasse 2. Du bist gegenüber deinen Mitschülerinnen und Mitschülern ebenso wie gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern in diesem Schuljahr stets offen, freundlich und hilfsbereit aufgetreten. Du hast andere Schüler bei der Lernbüroarbeit, zum Beispiel als Language Assistant, unterstützt und deinen eigenen Lernfortschritt dabei nicht aus den Augen verloren. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir jetzt einige Auszeichnungen zu vergeben, die besonders von den Lehrern auch kommen. Zum Beispiel für den Maximilian. Der Maximilian hat nämlich in der 11. Klasse mehrfach einen Vortrag über Physik gehalten, so dass dann die Elftklässler auf uns zukamen und gesagt haben, wir wollen, dass der Maximilian nochmal in unserer Klasse die Vertretung für den Physikunterricht übernimmt. Unglaublich. Maria wird, und das steht auch nochmal, so kannst du das in deinem Lernbüro nachlesen, für die größte positive Entwicklung im Mathe-Lernbüro im Team 1 ausgezeichnet. Gut, dann Leonard, ich möchte dich gerne auszeichnen als Leistungsaufsteiger des Jahres in der Klasse. Du hast in den Lernbüros, vor allem in NG und Englisch, dieses Jahr richtig große Fortschritte machen können. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine Auszeichnung wert. Marlene Wenzel. Ist sie da? Aha, hallo. Dich wollen wir gerne auszeichnen für dein besonders ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein. Das hast du gezeigt, indem du Verantwortung für die Klasse übernommen hast. Du hast nie irgendwie gemeckert oder protestiert, wenn du irgendwie was für die Klasse machen musstest. Auch im Projekt Verantwortung hast du sehr selbstständig und sehr verantwortungsbewusst gehandelt. Und ich finde, das ist ein Vorbild für viele andere Mitschüler. Und mach weiter so. Genau, können Sie sich jetzt in etwa vorstellen. Und jetzt
Wenn Sie jetzt nochmal an den Anfang denken, wo lernen denn jetzt die jungen Menschen mit Ungewissheit umzugehen? Vielleicht mit disruptiven Veränderungen. Wo lernen sie sich in die Gesellschaft einzubringen? Noch zu wenig. Vielleicht im Projekt, aber eigentlich noch zu wenig. Und deswegen gibt es bei uns zwei neue Fächer und die finden nur im Leben statt, die sind gar nicht in der Schule. Und das sind unsere beiden Fächer Verantwortung und Herausforderung. Ich habe, bevor ich nach Berlin gegangen bin, eine große Gesamtschule im Ruhrgebiet geleitet mit 1200 Schülern im sozialen Brennpunkt. Dort haben die Schüler 1998 das Schulfach Verantwortung erfunden. Siebte Klasse, 12 Jahre alt, alle Erwachsenen haben gesagt, die sind viel zu klein. Und die haben gesagt, nein, wir sind nicht zu klein. Und dann haben wir sie gelassen und auch besucht. Und es ist genau das richtige Alter. Man kann auch schon in der Volksschule mit kleineren Sachen sehr gut anfangen. Anton? Genau, Projektverantwortung heißt, einmal die Woche, anderthalb Stunden, weil der Zeitraum auch nicht so fest ist, Verantwortung übernehmen. Das heißt, am Anfang des Jahres bekommt man genau diese Aufgabe, und zwar sich ein Projekt Verantwortung zu suchen. Man hat ungefähr dreimal dann Zeit, dreimal anderthalb Stunden Zeit, durch die Stadt zu ziehen und zu gucken, wo kann ich denn Verantwortung übernehmen. Und das kann an allen möglichen Orten sein. Viel beliebt ist zum Beispiel, in seinen alten Kindergarten zu gehen und dort mitzuhelfen und mit den Kindern zu spielen. Beliebt ist auch, ins Altersheim zu gehen, mit den alten Leuten Kartenspiele zu spielen und alles Mögliche. Und ich war zum Beispiel auch im ersten Jahr in meinem alten Kindergarten und habe dort mit den Kindern zusammen gespielt und habe mir Sachen ausgedacht, die ich mit denen zusammen mache. Und am Anfang war es dann so, ich bin da halt einmal die Woche hin und hatte irgendwie, das hat auch Spaß gemacht, aber so richtig wichtig war es mir dann nicht. Und dann war ich halt auch zweimal weg irgendwie. Ich weiß jetzt nicht mehr genau warum, habe mich auf jeden Fall natürlich nicht irgendwie entschuldigt oder nicht krank gemeldet. Und nach zwei Wochen kam ich dann dahin und die so, Anton, wo warst du? Wir haben auf dich gewartet. Wir dachten, du kommst nicht mehr. Und dann habe ich natürlich erstmal geschluckt und habe so gemerkt, oh, die haben mich ja irgendwie doch dann vermisst und das ist ja irgendwie doch wichtig. Und da hat man so das erste Mal wirklich gemerkt, dass man für die wirklich da ist und die auch Freude daran haben, wenn man selbst da ist. Und ja, das war echt schon toll. Und mein zweites Projekt, Herausforderung, Verantwortung, war eine ganz andere Sache, und zwar bin ich, weil ich mich gut mit Fahrrädern auskenne, bin ich in die Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt gegangen und habe Leuten geholfen, ihre Fahrräder zu reparieren und habe damit quasi denen das gezeigt und mein Wissen so ein bisschen mit denen geteilt, und es hat auch einfach total viel Spaß gemacht, weil einerseits habe ich dabei auch total viel gelernt und man konnte den Leuten halt wirklich helfen und die waren auch alle total dankbar und ja. Genau. Ja. Wir könnten jetzt viele Geschichten erzählen, ist einfach ein wunderbares Fach. Die suchen sich das selber aus. Manche Schulen sagen, machen wir auch. Wir haben ja Sozialpraktikum, aber es ist was ganz anderes, ob eine Schule in drei Wochen anbietet, du kannst dahin gehen, dahin oder dahin und dann machst du ein Praktikum, oder ob du über zwei Jahre dir eine selbstgewählte Aufgabe suchst. So kann es auch. Wenn du naturwissenschaftlich interessiert bist, kannst du naturwissenschaftliche Versuche im Kindergarten machen oder. Also mit Flüchtlingen arbeiten wir auch viel. Da haben wir allerdings vier Flüchtlingseinrichtungen, die wir fest haben. Da schicken wir nicht die Kinder einfach los, geh mal in irgendeine Flüchtlingseinrichtung. Das kann nicht funktionieren. Und wir sind ja alle, sollen ja alle Schlüsselkompetenzen auch fördern in der Schule. Und was man weiß, so im luftleeren Raum, vielleicht kennen Sie auch Herrn Klippert und seine schönen Methodenbücher, ne? Dann üben wir jetzt Teamarbeit am Tisch mit Arbeitsblatt von Herrn Klippert, das funktioniert nicht wirklich nachhaltig. Wie der Anton gerade schon sagte, Verantwortung hat er gemerkt, als er mal einmal nicht hingegangen ist. Und da fehlt eben auch die ethische Dimension. Und das ist ein richtiges Fach auch, wo sich das Sozialkapital verstärkt. Kommunikation, Interaktion. Wir sprechen in der Soziologie von Bonding und Bridging. Die Menschen umgeben sich oft mit ihresgleichen. So Lehrer sind dann auf Lehrergeburtstagen und Ärzte haben ihre Community. Und dann haben wir die Kinder, die vielleicht aus sozial schwachen Familien kommen. Und da hat man in seine eigene Community, hat man oft
Vertrauen, spezifisches Vertrauen und Fremden gegenüber eher nicht so. Und hier schickst du 12-Jährige in ganz andere Bereiche und sie lernen plötzlich ganz andere Menschen und Kinder kennen und fassen Vertrauen und das ist dann so eine Anlage für generalisierendes Vertrauen. Und außerdem merken sie, es ist gut, es tut gut, sich zu engagieren und es macht mir ein gutes Gefühl und es macht Sinn und da freut sich einer. Ich zeige jetzt nochmal einen ganz kleinen Film von einem speziellen Projekt, um einfach mal zu zeigen, wie man neu denken kann. Wir haben in Deutschland wie in Österreich dieses riesige Problem von 15% Bildungsverlierern. Die Welt wird hier in Feldbach nicht so stark sein, aber in den großen Städten oder je nachdem. Wir wissen es seit Ewigkeiten, wir finden keine Lösung. Die Lösung, die wir suchen oder uns ausdenken, heißen kleinere Gruppen, mehr Lehrer, mehr Erzieher in die Kitas, außer dass wir diese Lehrer und Erzieher gar nicht haben und das auch nicht finanzieren können, ist es kein Neudenken, sondern ist mehr vom Alten. Und wir haben uns gedacht, in Berlin gibt es ja einige Stadtteile, die richtig, richtig herausfordernd sind. Warum können sich eigentlich nicht Kinder engagieren, die sich ja oft in der Schule langweilen? Und dann haben wir ein Projekt erfunden, das heißt heute Bildungsbande, das hieß anfangs Sprachbotschafter und wir gehen in Schulen im sozialen Brennpunkt in die ersten Klassen, weil in der ersten Klasse werden die Kinder abgehängt. Die kommen dann nicht mehr mit, die haben keine Hilfe bei Hausaufgaben und dann sagen die, wusste ich doch, kann ich sowieso nicht. Und plötzlich haben sie jemanden, der ihnen hilft und der an sie glaubt. Ich zeige mal so einen kleinen dreiminütigen Film. Es wächst, aber wo bleiben wir dabei? Muss halt mal ausschneiden. Ah. Man sitzt sich gegenüber. Der Frontalunterricht ist abgeschafft. Die Schüler organisieren ihr Lernen selbst. Sophie aus der 7. Klasse geht an eine Schule, die Kindern viel mehr Fähigkeiten zutraut als der übliche Lehrplan. Wir wollen keine Reparatur am alten System. Noch ein Projektunterricht mehr, noch eine Methode mehr, sondern einen grundsätzlichen Wandel im Denken. Wir haben in unserer Gesellschaft ein Handlungsdefizit. Wir haben kein Wissensdefizit, was die großen gesellschaftlichen Herausforderungen angeht. Wir haben ein Handlungsdefizit. Und Handeln lerne ich durch Handeln. Aus dieser einfachen Überzeugung ist das neue Schulfach Verantwortung entstanden. Jede Woche für 2 Stunden machen sich Sophie und ihre Freundin Emma auf den Weg in eine Grundschule im Wedding. Mit ihren 12 Jahren werden sie hier als Zweitlehrer eingesetzt. Gelb ist das erste, was sie aufschreiben sollen und grün ist das zweite. Ich spiele, wie heißt das richtig? Dann lässt es dir erst mal sagen. Ich spiele und dann schreiben die das hier auf. Wenn du merkst, es geht schnell, kannst du die ganze Seite machen. Ich glaube, die Lehrer sehen uns auch schon als Unterstützung und ich glaube, wir kommen auch manchmal ein bisschen besser sozusagen an die Kinder ran als die Lehrer, weil wir einfach nicht so streng sind und weil wir die nicht bewerten. Und also ich glaube, die Kinder, also die freuen sich auch bestimmt schon, wenn wir dann kommen und dann denken sie, yeah, die kommen wieder und helfen uns. Und ja, das ist einfach schön. Können wir schon los? Dann könnt ihr los, genau. Wer von den Kleinen noch etwas Stoff vertiefen muss, bekommt Einzelbetreuung durch die Großen. Gelben Würfel für diese Seite und den grünen für die. Okay. Und 6. Sie singen. Genau. Buch? Nein. Wir sind wirklich Freunde für die und die sind auch kleine Freunde für uns. Also ich finde das total süß, wenn die dann immer alle ankommen und jeder hat nochmal seine andere Art zu lernen und jeder hat seine Probleme und jeder hat seine Stärken. Und warte nochmal ganz kurz, ein Gespenst? Ist da kein... In Skandinavien helfen Zweitlehrer schon lange. Dass diese Verantwortung nun älteren Kindern zugetraut wird, ist neu. Beide Seiten profitieren davon. Und das ist nur ein Bereich, wo das Schulfach Verantwortung Spuren hinterlässt. Manche gehen in Kindergärten, manche machen etwas mit alten Menschen, manche engagieren sich ökologisch. Das Feld ist wieder sehr breit, wir haben 100 Partner ungefähr. Und dort erleben sich die Kids wieder als selbstwirksam.
da wartet einer, die freuen sich. Ich bin wichtig, auf mich kommt es an. Und schön ist auch, wenn sie in einer Gruppe etwas bewirken. Sophie und Emma lernen viel mehr als den Lehrerberuf kennen. Sie sammeln ganz persönliche Erlebnisse, die wesentlich stärker prägen als jede Wissensvermittlung. Ein altbekannter Befund der Hirnforschung. Wenn ich nach Hause komme, bin ich meistens immer total erschöpft. Aber irgendwie ist es auch so eine Freude, man hat jemandem geholfen. Also die Sophia, die ist in dieser Werkstattzeit mittwochs gegangen und bis nachmittags geblieben. Die war immer 5 Stunden da. Deswegen war die auch immer sehr K.O. Aber wir haben immer so 40 Sprachbotschafter, wir haben 4 Schulen, mit denen wir seit 5 Jahren zusammenarbeiten und das Projekt ist skaliert und hat sich in Deutschland schon ein bisschen verbreitet. Ich sage noch mal etwas jetzt. Es gibt eine Studie in Deutschland von einem Professor, Heidmeier, der hat 10 Jahre lang untersucht gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Deutschland von 2002 bis 2012. Und dann, da gab es immer ein Buch auch, Deutsche Zustände, und dann kam raus, eigentlich etwas, wo so ein Aufschrei hätte durch die Gesellschaft gehen sollen, ist ja jetzt vor 5 Jahren auch schon gewesen, es kam heraus, dass sich zunehmend die Akademiker von der Solidarität verabschieden, dass an die Stelle des Citoyen die rohe Bürgerlichkeit tritt. Das ist verständlich in einer Welt, über die du dich über Konsum und Haben definierst und jetzt bricht alles weg, gehst du in die Abwehr, ich kann das jetzt nicht näher erklären, es ist schon verständlich und ich sage Ihnen mal 4 Sachen, die da rausgekommen sind. Werte sind ein Luxus, den wir uns nicht mehr leisten können. 25%, jeder 4. Wir kümmern uns zu viel um Schwache und Versager. 40%. Es gibt nützliche und weniger nützliche Menschen, 33%. Deutschland kann sich weniger nützliche Menschen nicht leisten, 34%. Da läuft einem ja echt der Schauer über den Rücken. Und Heidmeier sagt, Menschenfeindlichkeit wird angelegt in der Betonung um Ungleichwertigkeit. Und die Schulsysteme in Deutschland und Österreich betonen Ungleichwertigkeit. Deswegen ist es so wichtig, dass es jetzt die neue Mittelschule gibt und längeres gemeinsames Lernen. Weil da werden die Wurzeln gelegt für den Geist einer Gesellschaft, in den Erfahrungen, die Jugendliche beim Aufwachsen machen. Und dann hat er noch festgestellt, die Menschlichkeit ist nicht direkt verloren gegangen. Die Ursache ist immer die fehlende Begegnung. Wenn du dann einem Migrant, sage ich jetzt mal so, sagst du, die Türken sind alle so und so und jetzt lernst du jemanden kennen, wie hier bei Sprachbotschafter, ja, und plötzlich geht dein Herz auf und dieses Kind kommt angelaufen, dann veränderst du auch deine Meinung. Deswegen müssten wir eigentlich alles tun, um Projekte mit zwischen Alt und Jung, zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen verschiedenen sozialen Schichten voranzubringen, damit die Einstellung und Haltung der Menschen offen bleiben können oder offen werden. Das müsste man, und der hat eigentlich Pegida vorausgesagt. So. Und in einer Fächer-, Sitz- und Schreibschule mit Arbeitsblättern vergibst du alle Chancen, da Menschlichkeit zu fördern. Schule ist ein Ort, wo Menschlichkeit gelebt und erfahren werden. So, und jetzt kommt als letztes unser total wichtiges Fach. Da trauen wir den Jugendlichen noch mehr zu. Die bleiben jetzt hier nicht in ihrer Stadt, also jetzt hier so ein Schulfach Verantwortung in Feldbach und die ganze Stadt macht mit. Super. Würde die ganze Stadt in Bewegung bringen, könnte ich mir total viel vorstellen. Und alle machen mit. Dann geht es von den Älteren zu den Mittleren, zu den Jüngeren. Machen sie eine große Runde, kann man richtig viel bewirken. Und die Kinder würden sich echt freuen, wenn die sich engagieren dürfen. Jetzt kommt die Herausforderung, da bist du weg aus Berlin im Alter von 13, 14 und 15. Projekt Herausforderung, ganz grob gesagt, 3 Wochen Zeit, 150 Euro pro Person zur Verfügung und man stellt sich außerhalb von Berlin eine Herausforderung. Dazu hat man einen Betreuer, der über 18 ist,
der kommt mit, aber das ist mehr so ein reguläres Gruppenmitglied und nicht wirklich so ein, also der hat genau theoretisch genau dieselben Gruppenrechte wie jeder andere auch und mischt sich halt nur oder kann sich höchstens in Gefahrensituationen einmischen. Aber genau, das heißt, man sucht sich, das Ganze fängt eigentlich so an, dass man guckt, okay, welche Herausforderung will ich mir stellen? Das kann sein, ich bin mit dem Fahrrad, fahre ich 3 Wochen von da nach da. Oder mir fällt Wandern schwer, ich wandere jetzt trotzdem von Berlin bis so und so. Und dadurch finden sich dann die Gruppen und dann wird geguckt, hey, der hat ja auch Lust, dorthin zu wandern oder die wollen ja auch eine Fahrradtour zu machen. Und so entstehen dann Gruppen von 4 bis 10 Leute ungefähr und sind dann halt in den ersten 3 Schulwochen im September immer unterwegs. Und da gibt es die verschiedensten Herausforderungen. Es gibt Herausforderungen wie Wandern, es gibt Leute, die nach Usedom mit dem Fahrrad fahren. Und aber es gibt auch zum Beispiel Herausforderungen, die macht man dann zu zweit, zum Beispiel auf dem Bauernhof helfen 3 Wochen. Und das ist sowohl eine Herausforderung für die Schüler vor allem, natürlich auch diese ganze Organisation, aber auch für die Eltern. Ich meine, vor allem in der 7. Klasse, 3 Wochen ist das Kind auf einmal weg und quasi da auf sich komplett allein gestellt. Und ja, ich würde vielleicht einfach mal von einer meiner Herausforderungen erzählen. Also das Projekt macht man bereitet man immer ein halbes Jahr vorher vor und man führt es dann am Anfang der 8. Klasse durch, am Anfang der 9. Klasse und am Anfang der 10. Klasse. Und bei meiner ersten Herausforderung ging es auch erstmal, das gehört auch total dazu, also das bei der Planung haben wir dann überlegt, was wollen wir machen und dann hatten wir Ideen und dann fielen wir uns auf, ach, das ist viel zu aufwendig, das schaffen wir nie zu realisieren und dann mussten wir uns wieder was Neues überlegen. Und so ist man erstmal in dieser Planungsphase und natürlich ist es erstmal, vor allem wenn man in der 7. Klasse hinkommt und dieses Projekt mitbekommt, ist dann natürlich diese Motivation riesig. Auch wenn man von den alten Projekten erzählt bekommt, oh, letztes Jahr waren wir da in den Alpen wandern oder wir waren auf so einem tollen Bauernhof, da haben wir den Tieren total geholfen und so, oder wir sind mit dem Fahrrad bis nach Usedom gefahren, da kriegt man schon richtig Lust. Und dann plant man das zusammen und ich habe mich in der 7. Klasse dann letztendlich haben wir uns zusammengefunden, 3 Leute aus der 9. Klasse ich und mein Freund aus der 7. Klasse, wir waren zu 5. und dann kam noch ein Begleiter dazu und wir wollten wandern gehen in Cornwall in England. Und man muss bedenken, man hat wie gesagt nur 150 € pro Person und man muss von dem Geld auch irgendwie nach England kommen. Und allein das schon war natürlich erstmal sehr hemmend und deswegen war das auch unsere erste Herausforderung, erstmal zu gucken, hey, wie kommen wir eigentlich nach England? Und wir hatten schon gedacht, hey, ja, wird wohl nicht klappen, ist wieder mal so ein Hirngespinst. Aber wir haben es dann versucht durchzuziehen und haben letztendlich die Deutsche Bahn angeschrieben und haben gefragt, könnten wir für eine Gegenleistung die Fahrkarten nach London bekommen? Und die meinten, ja klar, können wir gerne machen, aber was wollt ihr uns denn für eine Gegenleistung bekommen? Dann haben wir hin und her überlegt und so. Und letztendlich haben wir die Antwort gegeben, ja, wir würden ihre Manager coachen. Und und das war... dann hat die Antwort von denen auch etwas länger gedauert, muss man ehrlich sagen. Aber letztendlich haben sie sich darauf eingelassen. Und vielleicht mal zur Erklärung, dieses Format gab es vorher schon einmal. Und zwar geht es darum, Schülercoach und Manager, ganz kurz erklärt einfach, das habe ich ja vorhin schon erzählt, stimmt. Genau, und das war denen damals aber natürlich eher weniger bekannt und wir hatten damit auch noch keine Erfahrung. Und deswegen haben wir es dann, die haben sich darauf eingelassen und dann wurden wir jetzt wirklich bei 2 Führungskräfte-Coaching-Tagen, die sowieso machen, wurden wir richtig integriert und haben dann vor den Managern der Deutschen Bahn da, vor allem von der Personalabteilung wieder erzählt. Und es hat auch total Spaß gemacht und das hat denen so gut gefallen, dass wir sogar ein drittes Mal dann noch da waren. Und es war natürlich erstmal, und dann dachten wir, ja, jetzt, das war die Hauptherausforderung. Jetzt haben wir es quasi so gut wie gemeistert, das Wandern wird schon irgendwie klappen.
Und natürlich haben wir uns trotzdem total vorgesorgt. Wir haben geguckt und ja, und Ausrüstung besorgt. Und Wildcampen stand im Internet, ist erlaubt. Und dann sind wir losgefahren, guten Gewissens, und dachten schon, ey, wir haben die Fahrkarten bis London bekommen, haben uns total gut gefühlt und dachten, ey, jetzt wird es richtig super. Und man muss aber sagen, wir sind bis Belgien gekommen und dann kam die erste richtig große Herausforderung. Und zwar Border Passkontrolle. Und zwei von uns waren so schlau, die hatten damit irgendwie schon Erfahrungen und hatten sich richtig aus dem Internet so internationale Zettel ausdrucken lassen mit Bevollmächtigung, dass der Betreuer bevollmächtigt ist, uns da quasi mit über die Grenze zu nehmen und so. Und ich und mein Freund hatten das auch noch schnell gemacht, aber allerdings handschriftlich von den Eltern, und einer hatte gar nichts dabei. Und allein bei, dann die beiden sind mit den internationalen Dingen sind sofort durchgekommen, war überhaupt kein Thema. Und bei uns hat es dann schon total gehapert mit mir und meinem Freund, weil, ja, das war natürlich auf Deutsch auch noch schön geschrieben, und letztendlich war das dann, ich glaube, das war nachts um eins oder so, und dann haben die brüsselischen Zollbeamten auf einmal nachts um eins unsere Eltern angerufen, und die mussten uns dann identifizieren, dass wir auch wirklich über die Grenze dürfen. Und das war natürlich, meine Eltern haben, das war meine erste Herausforderung in der siebten Klasse, ich war da 13. Und die, meine Eltern waren, glaube ich, schon teilweise mehr aufgeregt als ich da am Anfang. Und dann kommt am ersten Abend nachts um eins noch ein Anruf aus Brüssel. Und allein das schon. Und dann waren wir da endlich auch durch und waren schon heilfroh und dachten, oh Mann, was passiert jetzt mit dem, der überhaupt nichts dabei hat? Das ist echt schwierig. Und dann ist er da angekommen, war natürlich erstmal ein großes Problem. Und er war aber Holländer und hat dann angefangen, auf Holländisch mit den brüsselischen Zollbeamten zu reden. Und er wurde sofort durchgelassen. Und das war einfach mal sofort so ein Erfolgserlebnis, wo man so wusste, okay, wir haben diese Herausforderung gemeistert, mit Leuten kann man auch reden. Und die gehen einfach auch auf einen zu. Wenn man freundlich zu denen ist, bekommt man auch was Freundliches zurück. Und das zeichnet eigentlich wirklich dieses komplette Projekt aus, weil man die ganze Zeit auf Leute zugehen muss, weil man kann nicht einfach mal mit 150 Euro sich jeden Tag ein Hotel leisten oder sich jeden Tag einfach mal einen Campingplatz leisten, sondern man muss mit Leuten reden, man muss fragen, können wir bei euch im Garten mal unser Zelt aufschlagen oder sowas. Und ja, und dann sind wir weiter und dachten schon, okay, jetzt haben wir es wirklich hinter uns. Und aber ungefähr 15 Minuten später kam dann, haben wir dann festgestellt, den Eurostar, der Zug, der unterm der durch den Eurotunnel fährt nach London, da sind solche Kontrollen ungefähr wie beim Flugzeug. Das heißt, unsere ganzen Messer, unsere Gaskartuschen, unsere Campingausrüstung wurde alles weggenommen, eingezogen. Und das heißt, dann habe ich schon meinen Vater angerufen, gefragt, hey, kannst du mir mal irgendwie einen Laden raussuchen da in Cornwall, in St. Ives, wo wir starten wollten, wo man so ein Zeug mal wieder besorgen kann, wir brauchen ja irgendwas. Und dann hat er das rausgesucht, mir geschickt, und dann sind wir da endlich hin zu dem Laden und haben von unseren 150 Euro uns dann nochmal neue Ausrüstung gekauft. Und ja, und dann war es irgendwie echt, ist ja wirklich alles in den ersten 48 Stunden passiert. Und dann, als wir dann endlich da waren, die ganze Nacht durchgefahren, hat es dann auch noch in Strömen geregnet und wir waren echt fertig und dachten so, was soll das bloß für eine Herausforderung werden. Wir hatten uns dann irgendwie unsere Zelte noch in den Dünen aufgeschlagen und es war nass und eklig und kalt und haben dann geschlafen, und am nächsten Morgen mache ich das Zelt auf und am Himmel ist keine einzige Wolke, die Sonne scheint, und wir waren am Abend da irgendwie in diese Dünen reingeraten und waren echt so fertig, dass wir nicht mehr da irgendwie geguckt haben, und dann gehe ich über diese eine Düne und dann ist da so ein riesen Strand und Sonne und all das, kein Mensch, und das war einfach... Man hatte diese erste Herausforderung hinter sich gebracht und hat dann dafür quasi erstmal so diese erste Belohnung bekommen und stand dann da und wusste so, ey, ich habe es mit 150 Euro bis nach England geschafft. Bin jetzt erstmal über die Grenze gekommen und habe mein Zeug besorgt und jetzt stehe ich endlich hier. Und man hatte, es war im ersten Moment, hat man das nicht so richtig für wahrgenommen, weil es echt ein super Gefühl war. Und das war dann natürlich auch einfach auch eine riesen Herausforderung, diese Wanderung mit sich zu nehmen. Zumal wir dann auch festgestellt haben, dass irgendwie vor ein paar Wochen das Wildcampen verboten wurde, wegen zu viel Müll in den Dünen und so. Und dann fing es wieder an.
Wir durften mit unseren guten Englischkenntnissen auf Leute zugehen und die fragen, ja, können wir vielleicht unser Zelt in eurem Garten aufschlagen? Und die meisten guckten uns dann verwirrt an und machten die Tür zu. Aber es gab auch, muss ich sagen, echt viele, die die Tür aufmachten und uns dann abends noch eine Pizza gebracht haben und alles. Und es ist einfach total freundlich aufgenommen haben. Teilweise waren bei einem Menschen, der hat einen ganz, also den haben wir auf der Straße zufällig getroffen und gefragt, ja, hast du eine Ahnung, wo wir unsere Zelte hinpacken könnten? Meint er, nee, ich frug mal meinen Nachbarn an. Und dann saßen wir bei dem noch, als er versucht hat, die Art zu erreichen, hat die nicht erreicht. Und der hatte wirklich ein ganz kleines, winziges Ein-Personen-Haus auf den Klippen. Und letztendlich hat er sein Bett für uns geopfert und sein Sofa und er hat im Sessel geschlafen. Und wir haben dann zu fünf da sein komplettes Haus eingenommen quasi. Und wir hatten aber den ganzen Abend, waren wir noch am Strand mit ihm und hatten total viel Spaß. Und er hat uns noch zwischen Chips spendiert und alles. Und da, zu dem haben wir auch heute noch teilweise Kontakt. Und es hat sich einfach so eine Freundschaft aufgebaut und es war total schön, weil wir sind total freundlich auf den zugegangen und er hat uns so viel zurückgegeben. Und ja, genau, das war so meine erste Herausforderung. Ja, da könnten wir jetzt noch viele Geschichten erzählen. Da steht ja dieses Goethe-Zitat, ne? Sobald der Geist auf ein Ziel gerichtet ist, kommt ihm vieles entgegen. Eine Herausforderung, wir sind schon ein bisschen weit in der Zeit, deswegen zeige ich jetzt keinen Film mehr. Korsika, R20-Weg, du musst ja alles schleppen, es gibt keinen Laden und nichts. Und dann erzählen die Kinder, zum Schluss gibt es eine Reflexion, so mehrere Stationen und dann ein Campus, wo die alles aufbauen und zeigen und auch manchmal auf der Bühne berichten und dann geht man überall rum und guckt und ist so ein öffentliches Ereignis. Dann haben die eben erzählt, Anni hatte sich neue Wanderschuhe gekauft, ich kann den Film schon auswendig, und nach 5 Tagen hatte ihr Schuh ein Loch. Man konnte den Finger durchstecken. Und dann haben wir gedacht, was machen wir jetzt, wie sollen wir den Schuh flicken, Anni kann doch so nicht weiterlaufen. Und dann sind wir weitergegangen und kamen an ein Dorf, so ein ganz kleines Dorf, man hörte die Hunde bellen, vielleicht 3 Häuser. Und dann haben wir den Müll weggeschmissen, den wir immer gesammelt haben. Und da lagen in der Mülltonne ein paar Wanderschuhe, nagelneu, genau in Annis Größe. Und da wussten wir, da oben ist einer, der passt auf uns auf. Solche Geschichten könnten wir auch ganz viele erzählen und die passen so zu dem Zitat. Und wenn die Schüler, Kinder, die Jugendlichen, also die Eltern, kann man sagen, die Hälfte der Eltern kriegt die Krise im ersten Jahr, obwohl sie ja die Kinder auf unsere Schule schicken, genau deshalb. Aber wenn dann dein eigenes Kind kommt, ne, sagt Mama, boah, aber ist nur beim ersten Mal, weil die so anders zurückkommen, geerdet, klar, gewachsen, alles gemeistert. Und beim zweiten Mal ist überhaupt kein Problem mehr. Wir haben auch ein SOS-Telefon, was von Eltern betrieben wird. Ehe du dein Kind anrufst, ruf am Eltern SOS-Telefon an und so. Also wir haben dieses Projekt immer weiterentwickelt. Inzwischen gibt es in Deutschland so 30 Schulen schon, die das jetzt auch machen. Und es fahren mit, das ist auch interessant, wir suchen an Universitäten angehende Lehrer, angehende Sozialarbeiter oder angehende Erzieher von Erzieherfachschulen, die ja in ihrem Studium leider immer noch nicht das Wichtige kriegen, nämlich Gruppendynamik, wie geht man mit Gruppen um, mit Konflikten und so weiter. Wir haben ja immer noch eine Fachausbildung und deswegen machen wir jetzt als Schule sozusagen, für die, die da mitmachen, und wir haben immer 240 Schüler unterwegs und ungefähr 70 Gruppen, also jedes Jahr bilden wir 70 Studierende fort, in dem Wesentlichen. Zeig mal noch eine Minute. Es ist einfach schön, Kinder zu begleiten. Sie motivieren mich. Es ist einfach sehr interessant, wirklich auch gruppendynamische Dinge zu sehen, was dort alles passiert, wie sich diese Gruppe entwickelt. Die größte Herausforderung als Betreuer ist es, Sachen auszuhalten, die passieren in der Gruppe. Und die Kinder wirklich laufen zu lassen und ihre eigenen Erfahrungen machen zu lassen. Und dass man sich auch gerade auf der Herausforderung nicht immer fragen sollte, was andere getan hätten, was andere Pädagogen getan hätten oder was vielleicht die Eltern erwartet hätten und die Lehrer, sondern dass man einfach sich selber kennenlernt und überlegt, was
empfinde ich als richtig. Die Kinder sind eigentlich und das Leben und die Erfahrung, die sie machen, die besten Lehrmeister, finde ich. Ich habe gemerkt, dass man Kindern viel mehr zutrauen kann, als man denkt und dass die auch ganz erwachsen über solche Sachen mit einem schon sprechen können. Die tägliche Dusche hat gefehlt und sich mit Sachen auseinandersetzen müssen in kürzester Zeit in der Gruppe, ja, das ist schon eine tolle Herausforderung. Ja, der ganze Bildungsbegriff wandelt sich gerade total doll. Deswegen, glaube ich, stellt sich in Zukunft auch gar nicht mehr die Frage, ob man Lehrer sein will oder nicht, weil irgendwie ist jeder Lehrer. Man sollte es auf jeden Fall mal wagen, auch die 3 Wochen durchzuhalten und das zu machen. Das ist ja auch diese ganz große Kompetenz, die die Schule gerne will, die sie erwerben, dieses mit Ungewissheit einfach umgehen. Ne? Man weiß einfach überhaupt nicht, was passiert. Genau. Und wenn die nach Hause kommen, das ist so ein Nebeneffekt, ein großer Nebeneffekt, den ich vorher gar nicht so eingeschätzt habe. Sie schätzen plötzlich Dinge wert. Eine Dusche, ein Kühlschrank, wo Sachen drin sind, warmes Wasser. Oder manche sagen, Mama, danke, dass du für mich kochst. Dann denken die Mütter, was ist denn jetzt los? Ne? So, ja, und nach 3-mal Herausforderung entwickelt sie auch schon eine Wertschätzung für die Selbstverständlichkeiten, die wir immer so konsummäßig so abhaken. Und in der 11. Klasse geht es dann weiter. Da kommt dann die große interkulturelle Erfahrung. Da gehen alle mindestens für 3 Monate in ein ökologisches oder soziales Projekt in eine andere Kultur. Permakultur in Peru, in Nepal, Schulen wieder aufbauen nach dem Erdbeben und so weiter. Das machen wir, also die sind jetzt alle weg. Die kommen jetzt in 2 Wochen wieder. Dann wird sehr intensiv reflektiert. Die fahren dann auch 4 Tage weg. Und dann gibt es wieder einen Campus. Und ich habe vor 2 Tagen eine E-Mail gekriegt von Lufthansa, dass von dem Team, die immer die High Potentials aussucht. Und die schrieb mir, liebe Frau Rasfeld, ich habe viele Ihrer Vorträge gehört und gelesen, was Sie alles so schreiben. Wir haben uns vor 2 Jahren entschlossen, unsere Nachwuchskräfte da ganz neu zu akquirieren. Wir gucken überhaupt nicht auf Noten, wir gucken nicht auf den Studiengang, sondern für uns zählt nur die Persönlichkeit. Das heißt, man muss sich da mit einem Video, kleinen Videofilm bewerben und dann suchen sie sich Leute aus und die machen dann 18 Monate, fahren die nach Indien in Projekt. Also alle die Sachen, die wir in Klasse 11 machen, machen die mit den Absolventen von der Uni und Peer-Coaching und Change Management und all solche Sachen und die kommen jetzt nächste Woche Donnerstag, da wollen wir mal gucken, ob wir nicht zusammenarbeiten können. Und es ist echt spannend, wie viel man ja auch schon mit Jugendlichen machen kann, Sinnvolles. Ja, und dann sind wir ja, haben wir so viel Nachfrage und dann kann ich ja nicht mich da immer drum kümmern, um Einzelne, dann haben wir gesagt, dann machen wir jetzt Lehrerfortbildung, richtig als Format. Und montags nachmittags ist Werkstatt und dann kann man Lehrerfortbildung wählen. Und da haben wir immer so eine Gruppe von 12 Siebt- und Achtklässlern und dann kommen so 100 Lehrer einmal im Monat und die Lehrerfortbildung geht von 14 bis 20 Uhr. Ich halte einen Kurzvortrag, nur ganz kurz, und dann gibt es Gruppen, die Kinder organisieren. 30 Lehrer, die da zweifeln und so, dann steht da so ein Siebtklässler mit seinen 13 Jahren und managt das Ganze und dann kommen die Leute da, also geht es um Lernbüro, Logbuch, Verantwortung, Herausforderung, Wertschätzungskultur und Schulversammlung. 3 Workshops, jeder durchläuft alles, das ist der Hammer. Weil da, was da passiert an, ja wie soll ich sagen, Berührung oder Irritation, so irgendwie, die kommen dann wieder, ich habe die dann nochmal eine Stunde und sind anders. Ne? Und das Lehrerfortbildung durch Schüler machen wir jetzt auch schon seit 5 Jahren. Und mein erster Kontakt zu Österreich, der war Ende 2011. Da war der in Salzburg, das ist jetzt noch eine ganz kleine Geschichte, dann hören wir auf. Der war der Gerald Hüther an der PH Salzburg. Und dann wollten sie ihn da behalten als Gastprofessor. Und er hat gesagt, ich komme nur, wenn sie ihre Lehrerausbildung transformieren. Dann war der Rektor, der Professor Sampel, war dann in Berlin, war total begeistert und wollte mich einladen. Ich habe gesagt, ich komme nur mit einer ganzen Gruppe von Schülern. Und dann hat er irgendwie Geld besorgt für die Flüge. Und dann bin ich mit 14 Schülern dorthin, oder 12, weiß ich gar nicht mehr genau. Wir hatten 2 Tage, ganze Tage,
52 Professoren und Lehrbeauftragte. Ich bin mit einer Stunde ganz, also mit so einem Thema, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Ich bin da ganz radikal reingegangen und den Rest habe ich den Schülern überlassen in Kleingruppen. Am zweiten Tag habe ich auch nochmal eine Stunde gemacht. Den Rest haben die Schüler in Kleingruppen gemacht mit drei Profs. Und das Ergebnis war Modellversuch Neue Lehrerausbildung in 2 Tagen. Durch dieses Format von irritiert, berührt sein. Und ich lese Ihnen mal 2 Zitate vor. Da können Sie selber. Solche Dinge sind da passiert und die brauche ich für die Transformation. Wir brauchen ganz andere Dinge, damit die Menschen unter der Haut berührt werden. So, man braucht auch kognitive Sachen, Bewusstsein, was jetzt auch, was ich heute Abend auch versucht habe, aber man braucht auch ganz neue Dinge. Das ist nämlich zum Beispiel so gewesen, dass die tatsächlich eine halbe Stunde mit den Profs darüber visioniert haben, in welcher Welt wollen wir leben, und keiner von den Profs hat sich getraut, auf die Bühne zu gehen und kurz zu sagen, was da eigentlich passiert ist. Aber dann unsere 13-Jährigen, so eine Sachen sind da eben auch passiert. Wir hatten es ja vorhin auch, dass das auch so eine, was öffentlich zu sagen, dass einem das schwerfällt. Ne? Ja, und Anton, komm mal eben her. Wir machen jetzt 1 Minute Zusammenfassung vom ganzen Vortrag. Alte Schule, neue Schule. Da ich ja schon kurz vor meiner Pensionierung stehe, ich werde nämlich in 3 Wochen pensioniert, nehme ich die alte Schule, Schule 20, und der Anton nimmt die neue. Unterricht. Lernen. Unterrichten. Aufbauen. Zersplitterung. Interdisziplinarität. Konformität. Komplexität. Enge Taktung. Raum für Spontanes. Fremdbestimmung. Selbststeuerung. Instruktion. Selbstorganisation. Lernen im Gleichschritt. Lernen im eigenen Takt. Arbeitsblätterkultur. Kreative Kraft. Hetze. Zeit, Beziehung. Geschlossene Türen. Offene Lernwelten. Lineares Denken. Vernetztes Denken. Richtige und falsche Antworten. Viele mögliche Antworten. Als ob lernen. Sinnstiftendes Handeln. Reisen stört den Plan. Reisen bildet. Hat Goethe schon gesagt. Heterogenität als Last. Vielfalt als Schatz. Konkurrenzgeist. Gemeinschaft leben. Ego-Denken. Wir-Bewusstsein. Verwaltungsgeist. Gestaltungsfreude. Angst. Vertrauen und Mut. Altes optimieren. Neudenken. Anpassungsfalle. Muster brechen. Pflichterfüller. Selbstwirksame Gestalter. Risikovermeidung. Risikofreude. Wissen. Sinn. Burnout. Burn vor. Sie kriegen noch einen Anker, Sie kriegen noch 2 Anker mit, 2 Anker, 1 Minute Leon und daraus erfolgt dann noch ein kleines Geschenk. Sie können mal hier auf den Zug gucken, der ja wahrscheinlich nach rechts fährt, ne? Und jetzt stellen Sie sich vor, er fährt nach links. Da, wo Sie Ihre Energie reingeben und Ihr Denken, da geschieht auch was im Gehirn. Also wie man denkt, ob man jammert, ob man positiv denkt, zutraut und so weiter. Das ist, kann ich jetzt nicht alles erklären, was im Gehirn passiert, aber Sie können Ihre Energie in andere Dinge geben als bisher. Und jetzt, ach, jetzt steht da mit Komplexität umgehen in diesem blöden Film. Ist egal, ich weiß nicht, wie das da reinkommt, ist wurscht. Es gibt einen Schüler von uns, der macht jetzt Abitur dieses Jahr. Die Mutter
ist in Elternzeit, Gymnasiallehrerin. Die Elternzeit geht zu Ende. Ihr Junge ist 12 Jahre alt. Und die Mutter überlegt, gehe ich zurück in mein Gymnasium oder gründe ich eine Schule, so ähnlich wie unsere. Und dann kommt immer diese vier, die ich da vorhin im Bild hatte. Bin nicht ausreichend. Ja, und der kriegt so richtig mit, der Kleine, wie die Mutter eigentlich die Schule gründen will. Und immer denkt, ach, an sich zweifelt. Ah nee, aber ich doch nicht. Und doch, ich will. Ah, ich doch nicht. Und dann macht er ihr diesen kleinen Film als Zwölfjähriger. Achten Sie bitte auf jeden Satz. Es ist unglaublich, die Weisheit der Kinder. Alle warten darauf, dass etwas passiert. Und dass jemand kommt, der etwas verändert. Die Idee ist gegeben. Aber die meisten schwimmen mit der Menge. Und nur sehr wenige haben den Mut, auszubrechen und ihren Traum zu verwirklichen. Der Weg ist schwer. Und einige werden scheitern. Aber trotzdem sehen dich viele und bewundern dich dafür, dass du immer weitermachst. Doch es ist noch nicht vorbei und du hast noch einen langen Weg vor dir. Erfülle deinen Traum und gründe die Schule, die zu deinem Traum geworden ist. Alles Gute zum Geburtstag. Wünsche dir Leon. Als ob Leon es geahnt hat, was hier jetzt gerade in Vorbereitung ist. Gründen Sie die Schulen, die zu Ihrem Traum geworden sind. Hören Sie auf Ihr inneres Wissen. Wir brauchen gar keine Untersuchungen oder Studien. Sie wissen, glaube ich, ganz genau, in welche Richtung es gehen muss. An unserer Schule gibt es drei Mottos: Anlachen statt Auslachen. Dafür kriegt jeder, der neu kommt, eine Sonnenblume. Mit dem Herzen sehen, mutig sein. Da gibt es die Mutkarte. Und Taten statt Warten gehört mit dem Mut zusammen. Dafür gibt es so ein Salztütchen. Ihr seid das Salz der Erde aus dem Matthäusevangelium. Wer, wenn nicht Sie oder Sie, auf wen wollen wir eigentlich noch warten? Ja, und ich glaube, für ihre ganzen großen Vorhaben hier brauchen Sie bestimmt zwischendurch mal Mut und so kleine Anker. Da nehmen wir den Leon, die Mutkarte und Salztütchen, wer möchte. Nehmen Sie sich einfach mit, haben wir ihn mitgebracht. Und wer ganz viel Mut braucht, der nimmt zwei, oder wer noch für seinen Kollegen eins mitnehmen will. Ich habe mal 200 Mutkarten mitgebracht. Ja, dann wünsche ich, was immer Sie auch tun jetzt, gutes Gelingen. Vielen Dank.